Es war ein Samstag in meinem Umweltclub. Ich sah meine Freunde plaudern, also eilte ich zu ihnen hinüber. Was ist mit Walmart? Ah, Walmart? Hängt ihr da auch rum? Kann ich mitkommen? Ich liebe es, mir Wandsachen anzusehen. Hä, warum starrten mich alle an wie eine Außerirdische? Ach, Walmart. Ich hab nur rumgealbert. Wie auch immer, geht und habt Spaß, dort. Du denkst jetzt wahrscheinlich, hat dieses Mädchen unter einem Stein gelebt? Wie kann sie nicht wissen, was Walmart ist? Naja, jetzt weiß ich es. Hallo, ich bin Jasmine, das einzige Kind des größten Hoteliers in New York. Da ich in reichen Verhältnissen aufgewachsen bin, war ich an rauschende Partys und den Umgang mit wohlhabenden Familien gewöhnt. So habe ich auch meine Freundinnen kennengelernt, Katie und Ashley, die Töchter der Geschäftspartner meiner Eltern. Ich mag zwar einen privilegierten Lebensstil geführt haben, aber eigentlich war ich am glücklichsten, wenn ich in meinem Kunstatelier arbeiten konnte. Ich hatte einen anonymen Tumblr-Account, auf dem ich einige meiner schönsten Ölgemälde veröffentlichte. Dort führte ich seit einiger Zeit eine Unterhaltung mit diesem einen Fan, Daniel. Er ist so ein heißer Typ und er liebt auch Kunst. Aber das Beste ist, dass ich gerade herausgefunden habe, dass wir auf dieselbe Highschool gehen. Juhu! Als das Schuljahr begann, bat ich darum, Daniel persönlich kennenzulernen. Oh, das muss da sein. Ich wollte ihn gerade begrüßen, als plötzlich ein Mädchen auftauchte. Wow, hier gibt's wirklich eine Menge reicher Mädchen. Ich schwör, ich hab gesehen, wie ein paar von ihnen dir nachgeschaut haben. Ach bitte, du weißt doch, dass ich diese verwöhnten Prinzessinnen am meisten verachte. Ich kann's einfach nicht ertragen, in ihrer Nähe zu sein. Oh nein, Daniel hasst reiche Mädchen. Ich kann nicht zulassen, dass er mich heute sieht, nicht in diesem Zustand. Also schrieb ich ihm eine SMS, dass etwas dazwischen gekommen war. In den nächsten Tagen fand ich heraus, dass Daniel der Mr. Cool mit den glatten Einsen war, der Präsident des Umweltclubs. Und er war Single. Das war also Haley, nur eine enge Freundin von ihm. Ich war fest entschlossen, Daniels Herz zu erobern. Ich musste nur einen Weg finden, um seine Abneigung gegen Reichtum zu überwinden. Ja, ich musste so tun, als wäre ich ein normales Mädchen und Daniels Umweltclub beitreten. In der Zwischenzeit könnte ich ihn dazu bringen, sich in mich zu verlieben, bevor ich ihm die Wahrheit über meinen Tumblr-Account erzähle. Natürlich durfte ich Katie und Ashley nichts davon erzählen. Und da war ich nun, im Umweltclub. Ich ging sofort mit Süßigkeiten auf Daniel zu, aber... Du weißt, wie schrecklich Verpackungen für den Planeten sind. Außerdem mag Dan keine Süßigkeiten. In der Mittagspause bestellte ich aus Gewohnheit Fastfood, aber als ich es holen wollte, sah ich, wie alle über die schreckliche Person tratschten, die es gewagt hatte, Essen in Einwegplastik zu bestellen. Oh, ich Dummerchen, ich hatte ganz vergessen, dass ich in einem Umweltclub war. Ich log schnell, dass ich schon gegessen hatte, obwohl mein Magen ein paar komische Geräusche von sich gab. Und der heutige Vorfall war ein weiterer peinlicher Moment, den ich mir im Club selbst eingebrockt hatte. Walmart. Ich hab nur rumgealbert. Wie auch immer, ihr geht und habt Spaß, dort. Zu lernen, ein normales Mädchen zu sein, ist schwer, aber der Umgang mit meinen reichen Freunden war noch schwerer. Ich war so mit dem Club beschäftigt, dass ich ganz vergessen hatte, dass ich noch die Recyclingtüte bei mir hatte. Nicht meine. Ein anderes Mal wurde ich fast erwischt, als ich mit anderen Clubmitgliedern Geld sammeln wollte. Am Ende versteckte ich mich eine Stunde lang auf der Toilette. Aber all das Leiden hatte sich gelohnt, denn ich durfte mit Daniel abhängen. Daniel, ich hab was für dich. Oh, das ist für mich? Du bist eine tolle Künstlerin, nicht wahr? Danke. Übrigens, das ist Andy. Er ist in der Gruppe, die die Plakate für die Ökobus-Haltestelle entwirft. Und du wirst ab jetzt zusammen mit ihm arbeiten. Nicht, dass ein reicher Junge wie er den Bus braucht. Andy, was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich über dich sagen. Mein Vater hat gerade Daniels Mutter geheiratet, also bin ich hier, um meinen neuen Stiefbruder zu unterstützen. Oh, Andy, den ich früher auf schicken Partys mit unseren Eltern kennengelernt hatte, gehörte also zu Daniels innerem Kreis. Das waren wunderbare Neuigkeiten. Also vertraute ich ihm meinen Plan an, mit Daniel zusammenzukommen. Könntest du vielleicht einem Mädchen helfen? Klar, ich wollte sowieso schon immer, dass Daniel eine Freundin hat. Er muss sich wirklich ein bisschen entspannen. Von da an begann Andy, mir etwas über das normale Leben beizubringen. Einmal bestand er darauf, mich zum ersten Mal in einen Vergnügungspark mitzunehmen. Warum fahren die Leute überhaupt mit dem Bus? Warum fahren sie nicht einfach mit dem Auto? Nicht jeder kann sich ein Auto leisten, Jess. Und wann holt mich der Bus ab? Der Bus kommt nicht zu dir. Du musst zur Bushaltestelle gehen. Eine Bushaltestelle? Was ist denn das? Es ist eine Ecke mit einer Bank. Ach, du wirst schon sehen. Der Bus war stickig und von irgendwo hinter mir roch es komisch. Oh, wo sind mein Champagner und meine heißen Handtücher? Jess, das ist ein Bus, kein Flugzeug. Sowas bekommst du hier nicht. Später rüttelte der Bus plötzlich und ich flog nach vorne, aber Andy fing mich in seinen Armen auf. Ich schaute zu ihm hoch und mein Herz setzte fast einen Schlag aus. Aus diesem Blickwinkel sah er so gut aus. Schließlich schafften wir es zum Vergnügungspark und es stellte sich heraus, dass es so viel Spaß machte. Ich fuhr auf diesen wirbelnden Teetassen, bis mir schwindelig wurde und warf ein paar Bälle auf einen Dosenturm.
Auf dem Heimweg bestand Andy darauf, sich in die lange Schlange einzureihen, um ein paar Tacos zu probieren. Ich hatte noch nie so lange auf ein Essen gewartet, aber oh Mann, sie schmeckten besser als dieses Michelin-Sterne-Essen. Das Beste war, dass Andy mir auch half, Daniel näher zu kommen. Nur wurde ich so nervös. Die Bäume sind doch belaubt, oder? Ich meine, alle Bäume sind belaubt, nur im Winter sind sie nicht sehr belaubt. Hä? Du bist genau die richtige Kombination aus süß und unbeholfen. Heiliger Strohsack, er fand mich süß. Ich war bereit für meinen ersten Kuss. Als Haley sich einmischte und Daniel mit dem Gerede über irgendein Projekt langweilte. Später an diesem Tag zog mich Haley in die Ecke. Wer bist du und warum bist du in diesem Club? Ich bin einfach eine Umweltenthusiastin und eine Naturliebhaberin. Ah, dieses Mädchen ist überall und ich bin das fünfte Rad am Wagen. Aber das machte nichts, denn Andy hatte mich zu sich nach Hause eingeladen, um an einem Plakat für den Club zu arbeiten. Und ich meine, dass ich dort eventuell auch Daniel treffen könnte. Einige der Gemälde hier waren erstaunlich. Ich wusste gar nicht, dass Andy ein Kunstfan ist. Wir sprachen über einige unserer Lieblingskünstler und dann zeigte ich ihm meine schönsten Bilder auf meinem Tumblr-Account. Wow, ich sehe schon, du hast wirklich ein Händchen für die Übergänge in den Bildern. Tatsächlich habe ich davon geträumt, Künstler zu werden. Aber dann hat meine Mutter mich und meinen Vater verlassen, um die Welt zu bereisen und sich ihre eigenen Träume vom Malen zu erfüllen. Ich wollte Dad nicht noch trauriger machen, als er ohnehin schon war, also habe ich aufgehört zu malen. Ich sagte ihm, er solle seiner Leidenschaft nachgehen, egal was passiert. Und lud ihn ein, mich in meinem Atelier zu begleiten, wann immer er wollte. Boah, plötzlich war es so heiß da drin. Ich brauchte ein Glas Wasser, bevor ich schmolz. Ich ging in die Küche und sah Daniel, der aus dem Fenster schaute und träumte. Hey, ist alles in Ordnung? Echo Bus Stop ist in eine Sackgasse geraten, weil die Mittel fehlen. Ich wusste, dass ich ihm einfach etwas von meinem Taschengeld geben könnte. Aber das würde bedeuten, dass ich mich als reiches Mädchen zu erkennen geben würde. Also beschloss ich, ihn aufzumuntern, indem ich lustige Grimassen schnitt und sagte, dass alles in Ordnung sei. Aber dann... Du verstehst das nicht. Ich muss dieses Projekt unbedingt zum Erfolg bringen, egal was passiert. Nur so kann ich ein Stipendium an meiner Traumuni bekommen. Seine Einstellung verblüffte mich. Dieser Daniel war ganz anders als der Fan, mit dem ich gesprochen hatte. Naja, aber vielleicht spielte er sich nur auf, weil ihm die Ökobushaltestelle so viel bedeutete. Also beschloss ich am nächsten Tag, Daniel sein gewünschtes Geschenk zu geben. Einen Umschlag mit meinem monatlichen Taschengeld. Gerade als ich Daniel erreichen wollte, hielt mich Haley auf. Ich kenne dein Geheimnis schon, reiches Mädchen. Was? Nein, das musst du dir einbilden. Ach wirklich, kennst du diese Leute also nicht? Sind das nicht die Stirnfriede aus der Clique der reichen Kinder? Ja, das sind sie. Also warum sollte ich mit diesen verwöhnten Gören befreundet sein? Verzogene Gören? Jess, wie kannst du das sagen? Deine ganze Rettet-die-Bäume-Nummer hat bei mir nicht funktioniert. Du hast dich von Anfang an verstellt, also bin ich dir gefolgt und hab dich mit deinen reichen Freundinnen im Luxus-Outlet gesehen. Das ist richtig. Jasmins Vater besitzt mehr Hotels als die Häuser eurer blöden Clubmitglieder zusammen. Ich weiß nicht, was sie hier macht. Das nächste, was ich wusste, war, dass Daniel ohne ein Wort zu sagen davonlief. Also rannte ich ihm hinterher. Ich wusste ganz genau, dass reiche Leute wie du nichts taugen. Du hättest das Projekt finanzieren oder mir zumindest helfen können, deinen Vater um ein Darlehen zu bitten, aber du hast nichts getan. Du ekelst mich an. Ich hab das nur getan, weil ich dich mag. In diesem Moment holten mich Katie und Ashley ein. Es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe, Mädels. Es war mein Fehler, ich hätte nicht so was Böses über euch sagen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine edle Dame wie du jemals für so einen Mitleidsbuben wie ihn erniedrigen würde. Wenn du zurück in die Clique willst, dann mach Schluss mit deinen minderwertigen Freunden. Nee, vielleicht hatten meine Clubfreunde recht. Wir waren so oberflächlich und materialistisch. Wir sollten uns ändern, nicht sie. Wie kannst du es wagen, Jasmine? Jasmine! Also wollte Daniel mich nicht sehen, während Katie mich auch aus der Gruppe warf. Eine Woche lang schloss ich mich in meinem Zimmer ein. Es war schrecklich, aber es gab mir Zeit, klarer zu denken und zu erkennen, dass ich aufhören sollte, Daniel nachzulaufen. Stattdessen wollte ich mich mehr im Umweltclub engagieren, denn ich liebte es, einen Beitrag zum Allgemeinwohl zu leisten. Am nächsten Morgen ging ich also mit dem Club zur Strandsäuberung. Alle schauten so geschockt, als sie mich sahen, besonders Andy. Du bist wieder da. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Wie ist es dir ergangen? Dann unterhielten wir uns fröhlich, während wir mit allen den Müll aufräumten. Nur Daniel und Haley waren sichtlich genervt, aber das war mir völlig egal. Von da an war ich damit beschäftigt, mich auf die Show Die Höhle der Löwen vorzubereiten, um das Geld für den Echo-Bus-Stop zu beschaffen. Eines Tages kam Daniel auf mich zu und entschuldigte sich dafür, dass er an diesem Tag überreagiert hatte. Er erklärte mir, dass seine Mutter als Goldgräberin abgestempelt wurde, seit sie Andys Vater geheiratet hatte. Er wollte zeigen, dass er im Gegensatz zu Andy, der in ein privilegiertes Leben hineingeboren wurde, kein Geld brauchte. Und dass er über den Echo Bus Stop ein Stipendium für sein Traumcollege bekommen könnte. Als ich das hörte, wurde ich weicher und verzieh ihm. Danach wurden wir wieder Freunde und ich glaube, er flirtete mit mir.
Hey Jess, du siehst heute gut aus. Und du hast so schöne Augen. Aber aus irgendeinem Grund dachte ich jedes Mal, wenn ich mit ihm zusammen war, nur an Andy. Die Zeit verging, dann kam die Qualifikationsrunde von Die Höhle der Löwen. Der ganze Club verfolgte nervös, wie Daniel sein Projekt vorstellte. Und weißt du was, unser Projekt wurde für die Endrunde ausgewählt. Gleich danach folgte mir Daniel nach draußen. Jasmine, willst du meine Freundin sein? Ich war so verwirrt, dass ich gedankenlos nickte, aber irgendwie fühlte ich mich überhaupt nicht glücklich. Bei meinem ersten Date mit Daniel musste ich immer wieder an Andy denken. Schlimmer noch, ich hatte das Gefühl, dass er mir aus dem Weg ging. Ein paar Tage später feierte ich meinen 16. Geburtstag. Alle meine Freunde aus dem Umweltclub waren da, bis auf Andy. Später ging Daniel auf die Bühne. Hey Leute, ich habe diesen besonderen Song für meine Freundin Jasmine vorbereitet. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, girl, I don't give a fudge. Das nächste, was ich wusste, war, dass alle nach Luft schnappten und mir mitleidige Blicke zuwarfen. Das ist für dich, Jasmine, du nutzlose, reiche, verwöhnte kleine Göre. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du bist abserviert. Ich erstarrte, versuchte mich aber zusammenzureißen. Ja, ich bin reich, aber niemals nutzlos und verwöhnt. Menschen sind mehr als nur ihre soziale Schicht, weißt du? Plötzlich sah ich eine Faust durch die Luft fliegen. Es war Andys, der Daniel schlug. Du Idiot, dafür wirst du büßen. Dann zog er mich weg. Andy setzte mich auf eine Bank und ich konnte meine Tränen einfach nicht zurückhalten. Hör schon auf zu weinen, er hat dich nicht verdient. Das hat er nie. Aber ich konnte mich jetzt nicht damit beschäftigen, also drehte ich mich um und lief davon, ohne ein Wort zu sagen. Nachdem ich mich in dieser Nacht in den Schlaf geweint hatte, wusste ich, dass ich am nächsten Tag stark sein musste. Also kehrte ich zum Club zurück, um meine Sachen zu holen. Hey, es tut mir leid, was gestern Abend passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass er dir so schreckliche Dinge antun könnte. Und es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so hart zu dir war. Ich weiß jetzt, dass das falsch von mir war. Ist schon okay. Ich schätze, es war von Anfang an nur mein Fehler. Ich habe die Tatsache ignoriert, dass wir nicht zusammenpassen, nur weil er mein Fan ist. Daniel ist dein Fan? Ja, von meinem MinArts-Account auf Tumblr. Oh Gott, das bist du? Ich bin der Fan, nicht Daniel. Oh, das ergibt Sinn. Ich schätze, ich hatte die ganze Zeit alles missverstanden. Aber warum sind da ein Foto und Infos von Daniel? Haley gab zu, dass sie in Daniel verknallt war. Aber jetzt, wo ich sein wahres Gesicht kenne, ist es einfach nicht mehr wert, weißt du? Ich werde diesen Club auch verlassen. Nein, es ist Daniel, der gehen muss. Wartet nur ab. Obwohl ich immer noch schlecht gelaunt war, kam ich zur Endrunde von Die Höhle der Löwen, um das Projekt zu sehen, zu dem ich beigetragen hatte. Und ja, unser Öko-Bushaltestellenprojekt erhielt endlich die Finanzierungszusage. Als plötzlich... Ich werde in das Projekt investieren, aber ich will nicht Daniel als Partner. Ich will, dass es Haley ist, denn sie ist das wahre Genie hinter dem Projekt. Alle Clubmitglieder unterstützten Haley mit lauten Rufen und buhten Daniel aus. Was ist mit unserem Deal? Du hast gesagt, dein Vater würde in mein Projekt investieren, wenn ich Jasmine öffentlich abserviere. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass du wirklich scheiße bist. Augenblicke später mischte sich Katies Vater ein. Zum Glück hat Andy mich über Haleys Beitrag zu dem Projekt aufgeklärt. Sonst hätte ich einen schrecklichen Fehler gemacht und stattdessen einen Opportunisten finanziert. Was dich betrifft, Katie, wie konntest du das deiner Freundin antun? Du wirst deine Strafe zu Hause erhalten. Nachdem die Show zu Ende war, ging ich mit Andy spazieren. Das war also die ganze Zeit dein Plan, hä? Daniel ist diesmal zu weit gegangen. Ich musste ihm eine Lektion erteilen und... Jess, ich mochte dich schon, als wir anfingen, zusammen abzuhängen. Aber ich habe dummerweise zugestimmt, dir zu helfen, mit Daniel zusammenzukommen. Das kommt so plötzlich. Ich weiß nicht, Andy. Ich verspreche dir, dass ich mich von jetzt an um dich kümmern werde. Bitte gib mir eine Chance. Andy, eigentlich mag ich dich doch auch, aber mein dummes Ich hat mir immer wieder gesagt, dass ich Daniel nachstellen soll. Aber die ganze Zeit habe ich viel an dich gedacht. Aber ich brauche auch einfach etwas Zeit. Das ist alles, was ich wissen muss. Heute ist endlich mein erster Tag im Aquarium. Und zu sagen, dass ich nervös bin, ist eine Untertreibung. Bleib ruhig, du schaffst das. Du bist Ariel, nicht Naira. Ich bin eigensinnig, temperamentvoll und... Okay, dann wollen wir mal in die Rolle schlüpfen. Strahlendes Lächeln? Check. Freundliches Auftreten? Check. Ariels Akzent? Check. Ich war eine schillernde Meerjungfrau. Ich ließ die kleinen Kinder sogar ihre Aufkleber auf meinen Fischschwanz kleben, während ich eine Basillion Fragen über Atlantica und meinen Prinz Eric beantwortete. Der letzte Besucher war das süßeste kleine Mädchen, das mir eine Sammelbesteckbox als Geschenk überreichte. Oh je, so ein schöner Kamm. Aber er sieht selten aus. Bist du sicher, dass deine Erziehungsberechtigten damit einverstanden sind? Natürlich. Mein Bruder sagt immer ja zu mir. Das kleine Mädchen gab jemandem in der Menge ein Zeichen, herüberzukommen. Und es war Arson. Wie der süßeste Junge aus der Schule. Naira? Oh mein Gott, deine Interpretation von Ariel ist genau richtig. Ich wusste nicht, dass es diese Seite von dir gibt. Wovon sprichst du? Ich
Ich weiß nichts von dieser Naira. Ich merkte, wie die Panik in mir aufstieg, hob mein Fischschwanzkostüm und rannte mit meinen zwei Füßen, während alle Kinder geschockt starrten. Ich wollte diese Kinder nie enttäuschen, aber ich war total in Arson verknallt. Und ich hätte nie erwartet, dass er hier sein und mich so sehen würde. In der Schule war ich ein Verlierer, ein Niemand. Doch wenn ich schauspielerte, fühlte ich mich unbesiegbar. Zumindest so lange, bis meine schüchterne, introvertierte Seite meinen Auftrittswünschen in die Quere kam. An diesem Tag stellte unser Mentor in der Theater-AG fest, dass unser jährliches Schultheaterstück Legally Blonde sein würde. Ich liebe diesen Film so sehr, dass ich schon den ganzen Text kann. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen. Als der Mentor fragte, wer für die Hauptrolle Ellie Woods vorsprechen wollte, nahm ich all meinen Mut zusammen und hob meine Hand. Der ganze Raum wurde still und brach dann plötzlich in Gelächter aus. Oh bitte, wie soll ein Loser wie du die glamouröse Elle Woods spielen? Das Schlimmste war, dass die Mentorin ihr zustimmte und sagte, dass ich vielleicht besser für die Rolle der Nageldame geeignet wäre. Dann sagte sie, dass die Hauptrolle an jemanden gehen sollte, der aufgeschlossen und einflussreich ist, wie Elisa. Was? Elisa hat die emotionale Bandbreite eines Teelöffels. Ich muss diese Rolle bekommen. Ich wartete also bis zum Ende des Treffens und sprach dann mit der Mentorin unter vier Augen. Es tut mir leid, aber ich kann keine Elle Woods mit Lampenfieber besetzen. Naira, ich werde dich für die Rolle in Betracht ziehen. Aber nur, wenn du mir beweist, dass du es schaffst, ohne dass deine Angst die Oberhand gewinnt. Versuch du also zu üben, indem du in die Öffentlichkeit gehst und mit Fremden interagierst. Mach es dir vor einer Menschenmenge bequem. Kannst du das tun? Ich war ausdrücklich entschlossen und suchte sofort nach irgendeiner Art von sozialer Erfahrung. Und deshalb bewarb ich mich für diesen Job im Aquarium. Aber ich hätte nie gedacht, dass jemand aus der Klasse auftauchen würde, am allerwenigsten Arson. Am nächsten Tag holte er mich sogar in der Schule ein und bestand darauf, dass er mich im Aquarium gesehen hatte. Und typisch für mich, so zappelig und schüchtern wie ich war, platzte ich heraus. Möglicherweise verwechselst du mich mit meiner Zwillingsschwester Cora? Oh, wenn das so ist, dann kann ich ihre Nummer bekommen. Kannst du mich mit ihr verabreden? Die Art, wie sie vor Selbstvertrauen strahlte, war erstaunlich. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass er so auf meine Schauspielerei abfährt. Wie ironisch. Warte, was ist, wenn ich weiterhin Cora spiele und zu dem Date mit ihm gehe? Ich könnte meine Schauspielerei als dieses kompromisslos aufgeschlossene Mädchen üben, während ich Zeit mit ihm verbringe. Verlockend, oder? Okay, warte am Sonntag um 15 Uhr im Buchcafé in der Nähe der Schule. Ich werde Cora davon erzählen. Ich hatte mich die ganze Woche auf dieses Date vorbereitet. Nachdem ich mir mehrere Tutorials auf YouTube angesehen hatte, konnte ich endlich diesen gewagten Look zusammenstellen. Jetzt musste ich nur noch Coras Selbstvertrauen passend dazu tragen. Auch bin ich wie Bella Hadid auf dem Laufsteg ins Café stolziert. Direkt an den gaffenden Schaulustigen vorbei, zu Arsons Platz, und habe ihn bei seiner Lektüre unterbrochen. Hi, ist das ein Buch von Rick Riordan? Ja, Herodes of Olympus. Bist du auch ein Fan von Riordan? Machst du Witze? Ich habe alle seine Werke gelesen. Ja, das Eis ist gebrochen. Erfolg. Wir haben uns über unsere gemeinsame Liebe zu Fantasy-Romanen und anderen nerdigen Dingen unterhalten. Ich wollte nicht, dass das Date jemals endet, also lud ich ihn an einen geheimen Ort von mir ein. Ich hielt ihm die Augen zu, bis wir dort ankamen. Und da er so ein süßer Kerl war, ließ er sich darauf ein, auch wenn er unsicher aussah, was da passierte. Als ich das Licht einschaltete und die Eisenbahn erschien, erhellte sich sein Gesicht. Dann begann es zu schneien. Es fühlte sich an wie eine Szene aus Frozen. Dann gingen wir auf das Eis und Arson fiel direkt auf seinen Hintern. Hör auf zu lachen. Es ist mein erstes Mal, okay? Oh, der verlegene Arson war so süß. Ich half ihm auf und das war das erste Mal, dass sich unsere Hände berührten. Ich führte ihn auf der Bahn herum und brachte ihm ein paar Bewegungen bei. Als ich ihn ansah, sah ich, wie er mich mit einem breiten Grinsen im Gesicht ansah. Und plötzlich zog er mich zu sich heran und ich fiel direkt in seine Umarmung. Unsere Gesichter waren sich so nahe, dass ich schwor, wir würden uns gleich küssen. Von lauter Nervosität stieß ich ihn weg, woraufhin er das Gleichgewicht verlor und flach auf das Eis fiel. Aber er ist sofort aufgesprungen und mir hinterhergelaufen. Oh, lass dich bloß nicht von mir fangen, sonst. Zeig mal, was du kannst. Der gestrige Tag kam mir wie ein Traum vor. Wir schrieben uns pausenlos SMS. Bis zur letzten Stunde des Tages. Sport. Meine Augen klebten immer noch an meinem Handy, als ein fliegender Ball mein Knie traf. Er war von Elisa. Gleich kam ein weiterer und schlug mir die Brille ab. Ich schirmte mich mit meinen Armen ab und stellte fest, dass es bald wieder weggehen würde, was es überraschenderweise auch tat. Nur Arson stand vor mir und wehrte alle Bälle ab. Arson, was machst du denn da? Wir haben doch nur rumgespielt.
herumgespielt. Siehst du nicht, dass du ihr wehtust? Dann drehte sich Arson zu mir um und fragte, ob es mir gut ginge. Konnte das alles sein? War ihm klar, dass ich das Mädchen war, mit dem er ein Date hatte? Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist mein Freund und außerdem Coras Schwester, also muss ich auf dich aufpassen, richtig? Oh, er hat mich nicht erkannt. Das bedeutete doch, dass mein Schauspiel einwandfrei war, oder? Warum fühlte ich mich dann so unwohl dabei? So unbehaglich mir die Situation auch war, ich mag Arson viel zu sehr, um damit aufzuhören. Auch habe ich weiter so getan, als wäre ich Cora. Bei unseren Verabredungen tat er so verliebt, dass mein Herz dahin schmolz. Aber in der Schule sah er in mir nur Coras hilflose, ungeschickte Schwester. Er redete ständig von ihr und starrte ins Leere, als ob es dort eine imaginäre Cora gibt. Es fing an, mich zu ärgern, dass Arson nur die selbstbewusste, lustige und spontane Heldin erinnert, die ich geschaffen hatte, nicht die schüchterne Naira. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Auch ich fand mich nicht liebenswert. Vielleicht hat mich meine Mutter deshalb verlassen und sich nicht die Mühe gemacht, mir zu schreiben oder anzurufen. Ich konnte also nicht mehr weitermachen. Ich konnte Arson nicht mit falschen Erwartungen an einen unwirklichen Charakter füttern. Auch schrieb ich Arson eine SMS, in der ich ihm mitteilte, dass Cora auf dem Weg war, um 3 Jahre im Ausland zu studieren und dass diese Beziehung nicht funktionieren würde. Arson schrieb mir ununterbrochen zurück und kam sogar zu mir nach Hause, um nach Cora zu suchen und brach in Tränen aus, als ich ihm sagte, dass sie bereits abgereist sei. Ich fühlte mich so schlecht, aber das war die einzige Möglichkeit für ihn, nicht mehr ständig von Cora zu träumen. Mit der Zeit würde sein Schmerz verblassen, oder? Von diesem Tag an suchte Arson in der Schule ständig nach mir und fragte nach ihr. Das blieb auch Elisa nicht verborgen, die vor Neid erblasst war. Es war Mittagszeit und Elisa und ihre Schergen kamen plötzlich auf mich zu. Warum so einsam? Hat Arson dich im Stich gelassen? Ich versuchte, sie zu ignorieren und mein Mittagessen zu essen, aber sie wollte mich nicht in Ruhe lassen. Na gut, dann helfe ich dir eben. Arson, hi! Wusstest du, dass Naira hier so besessen von dir ist? Sie gibt sogar zu, dass sie es liebt, dir überall hin zu folgen, wie ein Stalker. Wie gruselig. Was hatte dieses Mädchen gesagt? Jetzt starrten mich die Leute an und verurteilten mich für etwas, das nicht einmal wahr war. Ich hatte es satt, Naira, die Verliererin zu sein. Wenn nur Coras Persönlichkeit mir helfen würde, für mich selbst einzustehen. Halt die Klappe! Ich und Arson sind Freunde. Na und? Warum musst du dir Sachen über mich ausdenken? Ist es, weil du eifersüchtig auf mich bist? Was? Auf dich? Eifersüchtig auf dich? Du magst Arson, stimmt's? Du tust mir leid, wirklich. Willst du auf jedem rumhacken, der mit ihm spricht? Wie erbärmlich. Einfach so machten die Leute missbilligende Kommentare über Elisa. Sie konnte nichts anderes tun, als vor Scham wegzulaufen. Ich hingegen wurde plötzlich dafür gelobt, dass ich mich gegen den Tyrannen der Schule auflehnte. Die Leute schienen diese neue Seite von mir zu lieben, also war es vielleicht an der Zeit, mir ein neues Gesicht zu geben. Am nächsten Tag in der Schule fing ich an, mich frech zu kleiden und Kontaktlinsen anstelle der nerdigen Brille zu tragen. Meine Mitschüler schienen meinen neuen Look zu mögen. Und auch die Mentorin meines Theaterclubs änderte ihre Einstellung mir gegenüber. Ich bewarb mich sogar für den Schülerrat und meine Popularität wuchs, ebenso wie mein Freundeskreis. Aber seltsamerweise fühlte sich das ständige Zusammensein mit Menschen einfach unangenehm und anstrengend an. Ich konnte mit keinem von ihnen wirklich sprechen, da wir uns nicht einmal nahe standen. Ich fühlte mich einfach so ausgeschlossen. Als es um eine Wohltätigkeitsauktion ging, bedeutete die Mitgliedschaft im Ratsausschuss, dass ich zur Junggesellin ernannt wurde. Das bedeutete, dass jeder, der an dieser Veranstaltung teilnahm, dafür bieten würde, mich zu einem Date mitzunehmen. Und dass das Geburtsgeld in den Fonds der Schule fließen würde, um die neue Cafeteria zu bauen. So kam es, dass ich hier auf der Bühne der Auktion landete. Ich habe versucht, so cool wie möglich zu sein, um so viel Geld wie möglich zu sammeln. Die Jungs feuerten mich ständig an und versuchten, ihren Charme zu zeigen. Und ich versuchte, mit ihnen zu flirten, indem ich viel Unsinn redete und ihnen zuzwinkerte. Sobald das Bieten begann, brach das Chaos aus, da die Leute immer wieder ihre Paddle-Nummern verstärkten. 40, 60, 80. Plötzlich wurde mir klar, dass ich mich mit keinem dieser Jungs verabreden wollte. Ich kannte sie ja gar nicht. In diesem Moment rief Arson von hinten. 500. $500 zum ersten, zum zweiten und verkauft. Arson sprang auf die Bühne, packte mich an der Hand und zerrte mich da raus. Er führte mich in den Garten und begann mir eine Menge Fragen zu stellen. Was ist los mit dir in letzter Zeit? Es ist so, als wärst du jemand anderes. Nein, ich bin immer noch dieselbe alte Naira. Sag mir die Wahrheit. Bist du Cora?
Du hast den Platz mit deiner Schwester getauscht, um sie zu beschützen, richtig? Oh, Cora, ich habe dich so sehr vermisst. Nach all dieser Zeit war er immer noch in Cora verliebt? Selbst jetzt, wo ich mich verwandelt hatte, sah er mich immer noch nicht als Nyra. Marson, ich kann nicht. Dann rannte ich einfach raus. Nach einer Nacht, in der ich mich in den Schlaf geweint hatte, war ich wieder in der Schule und wurde mit einer grinsenden Elisa ins Büro des Direktors gerufen. Dort zeigte sie dem Rektor eine Videoaufzeichnung meines Gesprächs mit Arson von gestern Abend, was ein Beweis dafür war, dass mich jemand anderes in der Schule vertreten hatte. Wenn das wahr wäre, könnte ich verwiesen werden. Nein, Panik. Ich platzte mit einer Lüge heraus, dass ich bipolar sei und dass ich mich manchmal in die andere Persona wechselte und mich aufspielte. Die Direktorin schien verwirrt, aber dann bestand sie darauf, dass ich zum Schultherapeuten gehe. Ich hatte keine andere Wahl, als zuzustimmen. Und es war wirklich gut für mich, denn durch das Gespräch mit der Therapeutin konnte ich mich endlich über meine Vergangenheit öffnen. Seit ich ein Kind war, war ich immer sehr schüchtern. Und ich dachte, dass meine Mutter mich deshalb zurückgelassen hatte, als sie sich von meinem Vater trennte und auszog. Sie hatte sich nicht ein einziges Mal bei mir gemeldet. Ich weiß, dass ein kindischer Streber wie ich nie jemand sein würde, mit dem sie wirklich reden könnte. Gott sei Dank hat mich mein Vater danach abgeholt. Denn bei dem Gedanken, meinen sogenannten Freunden im Bus zu begegnen, wurde mir übel. Warst du so unglücklich, weil deine Mutter nicht da war? Ich weiß nur nicht, warum sie mich ohne ein Wort zurückgelassen hat. War ich in ihren Augen ein Versager? Schatz, hör zu. Mama liebt dich. Und der Grund, warum du keine Briefe von ihr bekommen hast, ist, dass ich sie alle vor dir versteckt habe. Was? Warum hast du das getan? Weil ich nach dem Weggang deiner Mutter so gebrochen war, dass ich dachte, es wäre besser, wenn du und ich alles über sie vergessen könnten. Es tut mir leid. Weißt du nicht, wie schrecklich ich mich all die Jahre gefühlt habe, nur wegen deines Egoismus? Ich rannte sofort ins Haus. Ich konnte ihn jetzt nicht ansehen, nur um zu sehen, dass Mom und Cora im Wohnzimmer saßen. Beide stürzten auf mich zu und zogen mich in eine Umarmung. Ja, die Figur der Cora war nicht komplett erfunden, sondern ich habe sie meiner realen Zwillingsschwester nachempfunden. Mein kleines 5-jähriges Ich war immer an Coras Seite, versteckte sich hinter ihrem Kleid, während sie sich mutig gegen jeden stellte, der es wagte, mich zu ärgern. Ich habe immer zu ihr aufgeschaut. Es stellte sich heraus, dass Dad, als er den Anruf von der Schule erhielt, erkannte, dass er mir mit seinem Verhalten Schmerz zugefügt hatte. Also tat er alles in seiner Macht Stehende, um Mom zu kontaktieren und brachte sie und Cora von L.A. hierher. Mom hat sich immer wieder bei mir entschuldigt und gesagt, dass sie jede Minute bereut hat, mich zurückgelassen zu haben. Zu sehen, wie sie alle in Tränen ausbrachen, tat mir im Herzen weh, gab mir aber gleichzeitig dieses warme Gefühl. Nach all dieser Zeit war meine Familienfehde endlich beigelegt. Genau in diesem Moment klingelte es an der Tür. Es ist Arson. Nyra, ist das dein Freund? Ja. Ich habe ihn sofort weggezerrt und diesmal habe ich ihm die ganze Wahrheit gesagt. Ich erzählte ihm, wie ich gelogen hatte, dass das Mädchen im Aquarium Cora war, weil ich nicht glaubte, dass er mein wahres Ich mögen würde, da ich kein selbstbewusstes Auftreten hatte. Aber meine Gefühle für ihn waren echt, deshalb habe ich so sehr versucht, ihm nahe zu kommen. Aber ich dachte, wenn er die Wahrheit wüsste, wäre es vorbei, also ging ich einfach weg. Endlich bin ich wieder da. Ich war die ganze Winterpause über in L.A., um mehr Zeit mit Mom und Cora zu verbringen und mir über mich selbst klar zu werden. Mir ist klar geworden, dass es kein Grund zur Verlegenheit ist, introvertiert zu sein. Ich bin sehr aufmerksam. Und das wird mir bei meiner Schauspielleidenschaft sehr helfen, oder? Dieses Semester werde ich auf jeden Fall versuchen, meine Dramaclub-Mentorin zu beeindrucken. Keine Jungs werden mich je wieder ablenken. Und da sah ich Arson, der mir mit einem riesigen Blumenstrauß in der Hand zuwinkte. Arson, was machst du hier? Ich dachte, du bist immer noch sauer auf mich. Na, ich habe viel darüber nachgedacht und ehrlich gesagt ist es zwischen uns etwas chaotisch geworden. Und deshalb würde ich dich gern wieder kennenlernen. Nur kann es diesmal bitte das echte Du sein, denn ich möchte wirklich wissen, was es mit Nyra auf sich hat. Was sagst du? Ja, das würde mich freuen. Wow, es war ein anstrengender Tag im Salon. Was soll ich sagen? Es ist alles meinem erstklassigen Haarstyling-Talent zu verdanken. Tada! Was hast du mit meinen Haaren gemacht? Platinblond ist der aktuelle Trend, gnädige Frau. Ich habe nach Braun gefragt. Wie soll ich so zur Schule gehen? Sie hat kein Auge für Schönheit. Aber... Oh nein! Diese dumme Maschine!
Zumindest ist es nicht vollständig verbrannt. Bist du eingeschlafen, während du mir die Haare geschnitten hast? Gib uns jetzt unser Geld zurück. Geld? Ich arbeite erst seit einer Woche hier. Wie soll ich es zurückzahlen? Meine Eltern fragen keineswegs. Ich, die schöne Olivia, hatte vor ihnen erklärt, dass ich die Schule hasse. Und meine eigene Karriere durch meine Leidenschaft für das Hairstyling aufbauen würde. Nicht mit irgendwelchen langweiligen Büchern. Also verließ ich meine Heimatstadt und bekam einen Job in diesem schicken Friseursalon in der Großstadt. Ich würde meinen Eltern beweisen, dass ich mit meinem Talent tatsächlich Geld verdienen kann. Aber jetzt wurde mein Chef wütend auf mich. Oh, meine Liebe, es gibt keinen Grund, sich über so einen mickrigen Geldbetrag aufzuregen. Ich werde es in Ihrem Namen bezahlen. Ich drehte mich um und wow, es war eine anmutig aussehende Frau mittleren Alters. Ihr Outfit, ihre Frisur und ihre Manieren strahlten Eleganz und Luxus aus. Hübsches Mädchen, ich sehe, dass du ein scharfes Auge für Schönheit hast. Das Einzige, was dir fehlt, ist die Anleitung eines erfahrenen Mentors. Und ich kenne zufällig jemanden. Ich kann es nicht glauben. Mr. Fullington, der Friseur Nummer 1 der Welt, sollte mein Mentor sein. Natürlich ist das alles dieser tollen Dame zu verdanken. Oh, warte, Mama. Ich sollte sie jetzt Mama nennen, weil sie mich gerade adoptiert hat. Sie muss Gefallen daran gefunden haben, wie entschlossen ich war, trotz aller Not meiner Leidenschaft nachzugehen. Sie und ihr Mann sind Millionäre, die keine Kinder haben konnten, also haben sie beschlossen, mich aufzunehmen. Mann, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Je. Olivia, Schule ist nicht der einzige Weg zum Erfolg. Mit ihrem Talent kann der Weg viel kürzer sein. Meine Pflegeeltern sind so nett. Schau dir nur dieses Zimmer an. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Schau dir nur dieses gigantische Bett, die Satinlaken und den begehbaren Kleiderschrank an. Besser noch, sie arrangierten sogar, dass ein Visagist und ein Stylist den ganzen Tag damit verbrachten, mir zu helfen, fabelhaft auszusehen. Das Leben des reichen Kindes war sicher süß. Ich war so vertieft in all das, dass ich fast den Hauptgrund vergessen hätte, warum ich dem zugestimmt habe. Den Hairstyling-Kurs bei Mr. Fullington. Mama, Papa, ich weiß, dass ihr beide sehr beschäftigt seid. Aber ich habe so lange gewartet. Hat Mr. Fullington unseren Termin vergessen? Oh Schatz, tut mir leid. Aber er war krank. Also wurde sein Zeitplan auf nächsten Monat verschoben. Mach dir keine Sorgen, Liebling. In der Zwischenzeit, warum versuchst du nicht in unserem Namen ein paar schicke Partys zu besuchen? Es ist eine gute Chance, deinen sozialen Kreis zu erweitern und zu lernen, wie man mit allem Geld das Beste verdient. Oh, das hört sich ziemlich gut an. Wenn ich viel Geld verdienen könnte, müssten meine Eltern mich ernst nehmen und ihre dummen Forderungen nach einem Schulanfang aufgeben. Sobald ich auf der Party ankam, versammelten sich all diese neuen Freunde und machten mir Komplimente dafür, wie schön ich aussah. Die reichen Jungs sind auch verrückt nach mir geworden. Ich wurde sofort zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dieser eine Typ namens Bruce stellte sich als Sohn des CEOs des Top-Medienkonzerns in den USA vor. Olivia, dein exquisites Gesicht wurde für die Leinwand gemacht. Und du solltest die Hauptrolle in unserem neuen Film spielen. Oh, Schauspielerei? Ich hatte noch nie darüber nachgedacht. Über den roten Teppich zu laufen und vor Hunderten von Kameras zu posieren, klang ansprechend. Es ist einen Versuch wert, oder? Ich war immer noch fassungslos über Bruce' Angebot, als ich etwas Kühles an meinem Finger spürte. Oh mein Gott, ein funkelnder roter Diamantring? William, Erbe von GEO Gems Limited. Freut mich, Sie kennenzulernen, Olivia. Bitte betrachten Sie dies als mein Großgeschenk. Und das ging den ganzen Abend weiter, bis ich keine Sachen mehr halten konnte. Blumen von Justin, ein Schmuckset von Andrew, eine Parfümkollektion von Anthony und diese Uhr von... Mann, ich konnte mich nicht mehr erinnern. Ich versuchte wegzuschlüpfen, als ein hübscher Kerl mich blockierte. Du bist umwerfend, Olivia. Kann ich dich morgen sehen? Ein Date? Ich kannte ihn nicht einmal. Nein, nein! Wie schade. Ich treffe mich morgen mit meinen alten Freunden in der West High. Entschuldigung, es ist nicht so, dass ich wählerisch bin oder so, aber Dating kann nicht so einfach sein, oder? Puh, endlich zu Hause. Was für ein ereignisreicher Abend. Gerade dann bekam ich einen Anruf von Minnie, meiner besten Freundin. Minnie erzählte mir, dass einige gemeine Mädchen in der Schule Gerüchte verbreiteten, dass ich Geld von meinen Eltern gestohlen und dann gepackt hätte und weggelaufen bin. Okay, dann lass sie klatschen. Morgen zeige ich diesen Gemeinheiten, wer der wahre Deal ist. Juhu, es ist so schön, Minnie wiederzusehen. Wir haben sofort nonstop über alle möglichen Dinge geplaudert. Dann erschienen plötzlich die Hyänen mit dem gleichen sarkastischen Ton wie immer.
Wow, gefälschte Waren sind heute so gut gemacht. Du weißt, dass deine angebliche Birkin-Tasche extrem selten ist. Es gibt nur 5 davon auf der Erde, oder? Kaputt. Wie viel kosten heutzutage Stundenmieten für Supersportwagen und Leibwächter, kleine Miss Show-Off? Minnie wollte mich verteidigen, aber ich habe sie aufgehalten. Wir haben keinen Grund, Zeit mit diesen Leuten zu verschwenden. Ich ergriff dann Minnies Hand, um zu gehen, aber... Schau, Olivia! Ich schaute auf, da flog ein Flugzeug aus nächster Nähe und hat es etwas geschrieben. O-L-I-V... Und der weiße Rauch buchstabierte tatsächlich meinen Namen. Ich habe das nur in Filmen gesehen. Ich schnappte schockiert nach Luft, als das Flugzeug landete. Und aus dem Cockpit stieg der Typ von der Party gestern Abend, Nathan. Es stellte sich heraus, dass er der jüngste Pilot in Amerika war. Und mich mit dieser großartigen Geste beeindrucken wollte, nachdem er gestern Abend abgelehnt worden war. Fliegen am Himmel ist meine Leidenschaft. Und Olivia, ich möchte dein persönlicher Pilot sein und dich dorthin bringen, wo du hin willst. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was besser war, einen reichen, gut aussehenden Kerl zu haben, der sich alle Mühe gab, mich zu beeindrucken, oder die erstaunten Blicke auf den Gesichtern meiner falschen Freunde zu sehen. Solche aufregenden Tage wie dieser hätten mich glücklich machen sollen, oder? Aber inmitten dieses Berges teurer Geschenke konnte ich dieses unbehagliche Gefühl nicht loswerden. Das Zentrum der verliebten Augen zu sein und unzählige Komplimente und Geschenke zu erhalten, war cool und alles. Aber Minnies Worte weckten mich. Olivia, denkst du, sie sind wirklich großzügig genug, dir das alles zu geben, ohne etwas dafür zu verlangen? Nein, ich sollte diese teuren Geschenke nicht annehmen. Ich habe sie alle zurück in ihre Kisten gelegt, um sie zurückzugeben, als meine Pflegemutter hereinkam. Oh nein, Liebling. Geschenke zurückzugeben gilt in unserer Gesellschaft als sehr beleidigend. Die Welt der Reichen ist so kompliziert. Also hörte ich ihr zu und verwarf die Idee, diese Geschenke zurückzugeben. Aber ich sollte den Gefallen trotzdem erwidern, oder? Also stimmte ich zu, einige von ihnen zu treffen. Die erste Person musste derjenige sein, der mich am meisten beeindruckt hat, Nathan, der Pilot. In seinem Flugzeughangar hatten wir unser erstes Date. Ich konnte nichts Schlechtes über Nathan finden, aber wir haben einfach nicht geklickt. Er streifte immer wieder über Flugzeuge, welches Modell jedes war, wie schwer es für ihn war, sie zu bekommen, bla bla bla, während ich an all dem kein Interesse hatte. Der nächste Typ, William, war noch schlimmer. Er hat nicht nur mich eingeladen, sondern auch Dutzende anderer schöner Mädchen. Er schenkte sogar jedem Mädchen einen Edelstein aus seiner Sammlung. Ein echter Spieler, also offensichtlich ein Sprung. Mit Bruce war es leichter zu sprechen, aber mir wurde schnell klar, dass er ein Problem hatte. Dieses Glaswarenset wurde vom geschicktesten Handwerker der Schweiz maßgefertigt. Es gehört dir, wenn du magst. Oh, warte, ich lasse sie später von jemandem vorbeibringen. Schau dir dieses wunderschöne Gemälde an. Wäre es nicht perfekt in deinem Schlafzimmer? Aber es ist zu groß für dich, um es nach Hause zu tragen. Ich schicke es später vorbei. Was ist mit meiner Hauptrolle in dem Film, den du erwähnt hast? Ich hätte es fast vergessen. Aber Olivia, Schauspielerei ist nicht so einfach, wie du denkst. Außerdem ist die Unterhaltungsindustrie wirklich giftig. Bitte sei einfach meine Prinzessin, okay? Siehst du, er versprach mir immer wieder die Welt und dann nichts. Was für ein prahlerischer, geiziger Lügner. Ich mochte keinen dieser Typen, also muss ich ihre teuren Geschenke zurückgeben. Aber sobald ich die Kisten aus dem Zimmer trug, hielt mich meine Pflegemutter auf. Meine dumme Olivia, warum machst du dir immer noch solche Sorgen darüber? Für sie sind diese Dinge nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn du dich unwohl fühlst, werde ich sie für dich außer Sichtweite halten. Sie zurückzugeben wird Schande über unsere Familie bringen. Und das willst du doch nicht, oder? Okay, das schien die beste Lösung zu sein. Meine Pflegeeltern waren so nett zu mir, ich sollte ihnen keinen Ärger machen. Aber ein paar Tage später entdeckte ich, dass sie heimlich mein Handy benutzt hatten, um Bruce nach weiteren Geschenken zu fragen. Er dachte, ich wäre wütend, also versprach er mir morgen eine riesige Überraschung. Es ist seltsam, warum haben sie das getan? Sie sind so reich wie Bruce' Familie, nicht wahr? Ich fragte sie warum und es stellte sich heraus, dass meine Pflegeeltern Bruce nur testen wollten, da er mich am hartnäckigsten verfolgte, aber seine Aufrichtigkeit nicht gezeigt hatte. Früh am nächsten Morgen erhielt ich einen Anruf von Bruce, der sagte, er hätte jemanden mit einem luxuriösen Auto vorbeigeschickt und mich an unser Date heute Abend erinnerte. Warte, ein ganzes Auto? Das ist diesmal zu viel. Ich wollte ihm gerade sagen, dass er es behalten soll.
als mein Pflegevater hereinstürmte und sagte, dass meine Eltern schwer krank seien. Oh Gott, ich habe schnell aufgelegt und bin sofort zurück in meine Heimatstadt gefahren. Lieber Gott, bitte beschütze meine Eltern. Überraschenderweise öffnete meine Mutter die Tür und sah vollkommen in Ordnung aus. Und da war Papa, so gesund wie nur möglich, der Fernseher. Gott sei Dank, mein Pflegevater muss einen Fehler gemacht haben. Es ist schon eine Weile her, seit ich zu Hause war, also habe ich beschlossen, die Nacht zu bleiben. Und als wir etwas Zeit mit der Familie hatten, bekam ich einen weiteren Anruf von Bruce. Oh nein, ich habe vergessen, unser Date abzusagen und jetzt ist er in der Villa und wartet auf mich. Das Problem war, Bruce konnte seinen Sportwagen nirgendwo finden und machte immer wieder Aufregung darum. Ich habe versucht, meine Pflegeeltern anzurufen, um das zu klären, aber ich konnte sie den ganzen Abend nicht kontaktieren. Am nächsten Morgen kehrte ich in die Villa zurück, um Fremde zu finden, die ein- und ausgingen. Was macht ihr alle? Hallo, wir ziehen ein. Schön, dich kennenzulernen, Nachbar. Es ist so ein Haken, einen guten Platz wie diesen zu vernünftigen Preisen zu mieten. Direkt in der lokalen Zeitung. Habe ich recht? Zu vermieten? Nein. Nein, nein, nein. Was um alles in der Welt ist hier los? Ich eilte in das Schlafzimmer meiner Pflegeeltern, aber es war leer. Sogar die Geschenke, von denen sie sagten, dass sie sie für mich behalten würden, waren alle weg. Sie sind spurlos verschwunden, als ob sie weglaufen würden. Was? Haben ihre Komplizen sie verlassen? Jetzt wage es nicht zu leugnen. Du Betrüger. Was hat er gesagt? Komplizen? Betrug? Ich versuchte ihm zu erklären, wie ich all die Geschenke zurückgeben wollte, die ich erhalten hatte. Aber er wollte mir nicht glauben. Er drohte, die Polizei zu rufen, wenn er sein Auto nicht zurückbekomme. Oh nein, das wird auf keinen Fall passieren. Ich konnte Bruce nur bitten, mir etwas Zeit zu geben. Dies ist die Heimat des berühmten Sheriffs unserer Stadt. Er ist die einzige Person, die mir helfen konnte, aber alles, was ich bekam, war... Es tut mir leid, aber ich bin im Ruhestand. Du wirst jemand anderen fragen müssen. Was ist jetzt zu tun? Ich flippte aus, als aus dem Nichts. Ich brauche meinen Vater nicht. Das ist ein Kinderspiel. Ich kann dir helfen. Ich drehte mich um und sah einen Mann mit einem kalten, arroganten Blick und verschränkten Armen in der Tür lehnen. Wer ist dieser Kerl? Kann er mir wirklich helfen? Wir werden sehen. Wow, Alan ist wirklich das Risiko eingegangen und hat viel investiert. Einen Sportwagen, eine Villa, teure Reisen und sogar dieses riesige Event. Ich muss zugeben, er sieht ziemlich hübsch aus, wenn er ganz angezogen ist. Ich vergaß dir zu sagen, Alan, ja, der Sohn des Sheriffs, spielt den reichen Erben eines großen Konzerns, der einer schönen jungen Dame nachjagt. Und das bin ich. Ich hätte jedoch nicht erwartet, dass die Dinge so real werden würden. Alans Verfolgung von mir schaffte es sogar in die lokalen Nachrichten. Ihr müsst neugierig sein, wie jemand, der kein Millionär ist, das gemacht hat. Nun, Alan hat Bruce überzeugt, unseren Plan zu finanzieren. Er zögerte zuerst, aber er erkannte bald, dass dies der einzige Weg war, die Betrüger zu fangen und seine Sachen zurückzubekommen, also stimmte er widerwillig zu. Alan ist in der Tat ein Genie und seine gut durchdachte Strategie hat den Fisch schnell süchtig gemacht. Wir machten überall Schlagzeilen und ich erhielt endlich eine SMS von meiner sogenannten Pflegemutter. Zunächst fragte sie nur, wie es mir gehe und sprach darüber, wie beschäftigt sie mit Projekten in Übersee sei, bis heute. Olivia, wie läuft es mit deinem mysteriösen Milliardärsfreund? Er scheint bereit zu sein, dir alles zu geben, also wirst du über ihn nachdenken, nicht wahr, Liebling? Wie erwartet, ließen diese geldgierigen Gauner nicht mehr los, sobald sie Millionär hörten. Also antwortete ich ihr, dass mein reicher Mann mich gut behandelte und dieses Wochenende ein extravagantes Fest veranstalten wollte, um unsere Beziehung offiziell bekannt zu geben. Und ich hoffte, dass meine Eltern ihre Geschäftsreise verschieben und zu uns kommen könnten. Heute Abend war die Nacht. Meine Güte, ich war so nervös, als meine Mutter auf meine Nachricht nicht antwortete. Werden sie auftauchen oder haben sie gespürt, dass etwas nicht stimmt? Während ich super nervös war, kam Alan zu mir und hielt meine Hand ganz fest. Mach dir keine Sorgen, Olivia. Alles wird wie geplant funktionieren. Meine Güte, was ist das für ein Gefühl? Es ist unbestreitbar, dass ich mich bei Alan immer so sicher fühle. Endlich begann die Party. Alan machte mir einen Antrag mit diesem seltenen, kostbaren Serendibit-Edelstein an einem Ring, der einer der wenigen drei auf der ganzen Welt ist. Alle fingen an zu summen. Alans Schauspiel war so perfekt, von seinem Augenkontakt bis zu den Worten, die er sagte, dass ich nicht anders konnte, als Schmetterlinge in meinem Bauch zu spüren. Ich tue ich.
Als die Party vorbei war und alle Gäste gegangen waren, erhielt ich einen Anruf von meiner Pflegemutter, in dem sie mir sagte, ich solle zum Hintertor gehen. Wie vorhergesagt, boten sie an, den Verlobungsring für mich aufzubewahren. Lass die Tat fallen, Betrüger! Die beiden verarbeiteten immer noch, was geschah, als die Polizisten hereinplatzten und sie festnahmen. Es hat funktioniert. Ich kann nicht glauben, dass ich diese berüchtigten Betrüger erfolgreich ausgetrickst habe. Ha, ha, ha. Was ist mit meinem Auto? Mein Bugatti? Wo ist er? Oh, fast hätte ich den Hauptsponsor für diesen perfekten Plan vergessen. Ohne ihn könnten wir das definitiv nicht schaffen, unseren geizigen Millionär Bruce Dillon. Ich wette, es ist kein einziger Tag vergangen, an dem er nicht an seine fehlenden Geschenke gedacht hat, oder? Das erinnert mich auch an diesen funkelnden, kostbaren Ring. Ich nahm ihn schnell ab, gab ihn Alan und sagte ihm, er solle ihn Bruce zurückgeben. Aber in dem Moment, in dem der Zufallsring meinen Finger verließ, zog Alan etwas anderes an. Oh mein Gott, noch ein Ring? Deine Rolle als Milliardärsfreundin mag vorbei sein, aber wirst deine Freundin für einen gewöhnlichen Kerl wie mich sein, Olivia? Ja, 1 Million Mal, ja. Nach all dem Durcheinander wurde mir jetzt klar, dass ich noch viel lernen muss. Also habe ich beschlossen, auf meine Eltern zu hören und die Schule zu beenden. Es stellte sich heraus, wenn ich im Unterricht wirklich aufgepasst habe, ist es eigentlich ziemlich interessant. Und Minnie ist immer noch meine erstaunliche beste Freundin, die mir freie Hand gelassen hat, an ihren Haaren zu experimentieren. Und natürlich auch dieser süße zukünftige Detektiv. Schatz, Zeit, deine Frisur zu ändern. Oh Gott, mein Roger, seht ihn euch an. Diese gemeißelten Züge und verträumten Augen. Kein Wunder, dass jedes Mädchen bei seinem Anblick in Ohnmacht fällt. Und natürlich bin ich sein größter Fan. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie ich in den Backstage-Bereich eines Starschauspielers wie Roger gekommen bin, richtig? Das ist ganz einfach. Seine Maskenbildnerin heißt Hannah und sie ist zufällig meine große Schwester. Natürlich musste ich sie tagelang anflehen, dass ich mitkommen durfte. Deshalb muss ich jede Sekunde genießen, in der ich meinem prominenten Schwarm so nahe bin. Hey, machst du Fotos von mir? Oh nein, erwischt! Ich stotterte und versuchte, mir eine Ausrede einfallen zu lassen. Als zu meiner Überraschung Roger mein Handy hochhob und ein Selfie machte. Bitte sehr, kleines Mädchen. Nächstes Mal fragst du einfach. Oh je, es ist nicht zu leugnen, dass Roger das Zeug zum festen Freund hat. Die Mädchen aus der Klasse werden bestimmt grün vor Neid werden, wenn sie das erfahren. Oh, er will einen Orangensaft? Kein Problem, Roger. Nenn mich einfach deinen persönlichen Flaschengeist. Dann eilte ich herum, um etwas O-Saft zu finden und eilte hinter die Bühne, um ihm diesen zu geben. Aber zu spät, seine anderen Fangirls waren mir zuvor gekommen. Jetzt gab es genug Säfte für ihn, um das ganze Jahr über zu trinken. Traurig drehte ich mich um zu gehen, stieß aber aus Versehen mit jemandem zusammen. Heiliger Bimbam, es ist Roger! Er lächelte mich an und schaute auf den Becher mit frischem Orangensaft in meinen Händen hinunter. Darf ich einen Schluck von deinem O-Saft? Das ist meine Nummer, wenn du sie brauchst. Was hat das zu bedeuten? Habe ich, ein gewöhnliches Mädchen, die Augen des heißesten Kerls der Welt auf mich gezogen? Autsch, das ist eindeutig kein Traum. Den Rest des Abends versuchte ich, die perfekte Nachricht an ihn zu verfassen. Oh, warum war das so schwer? Ich muss sie mindestens 100 Mal getippt und gelöscht haben. Oh nein! Ich habe gerade aus Versehen auf die Senden-Taste gedrückt. Bevor ich die Nachricht löschen konnte, antwortete er bereits. Das war's. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich versuchte mich zu beruhigen und ließ mich darauf ein, was dann zu einer stundenlangen Unterhaltung führte. Und bald schrieben wir jeden Tag miteinander. Eines Tages sagte er aus heiterem Himmel, dass er ein privates Date mit mir haben möchte. Heißt das, unsere Beziehung ist auf die nächste Stufe gewechselt? Juhu! Unsere erste Verabredung fand in diesem unauffälligen Diner mit sehr wenigen Gästen statt. Ich verkleidete mich so, wie Roger es mir gesagt hatte und wartete auf ihn. Aber nach einer Stunde war er immer noch nicht da. Hat er mich wirklich versetzt? Ich stand mürrisch auf, zu gehen, als ein verschwitzter, atemloser Roger auftauchte. Es stellte sich heraus, dass er sich abgemüht hatte, seine Sicherheitsleute loszuwerden, nur um mich zu sehen. Oh, es ist so süß, dass er sich all diese Mühe für ein normales Mädchen wie mich gemacht hat. Ich brauchte weder ein schickes Restaurant noch extravagante Geschenke. Dieses Diner war schon das Romantischste, denn ich hatte einen echten Gentleman hier. Aus diesem Traum möchte ich niemals aufwachen.
Dann, bevor wir uns trennten, legte er mir sanft ein Gänseblümchenarmband um mein Handgelenk. Sich heimlich zu verabreden ist ziemlich aufregend, nicht wahr, Babe? Oh Mann, damit war bewiesen, dass ich nicht mehr nur ein einfaches Fangirl war, das in sein Idol verknallt war. Jawohl, wir waren offiziell heimlich zusammen. Am nächsten Tag kam ich in bester Laune zur Schule. Ich sang gerade auf dem Weg zum Unterricht, als meine Freundin Alba mich aufschreckte. Hey, hast du den neuen Trailer für Rogers neuen Film gesehen? Der ist der Hammer. Ich habe schon das Ticket für die Sneak Show gebucht. Pah, das ist doch gar nichts. Ich habe schon einen Platz bei der Filmpremiere. Seid ihr neidisch? Das ist die Macht der Vizepräsidentin eines Fanclubs. Und was mich betrifft, ich hatte gerade das romantischste Dinner-Date aller Zeiten mit Roger. Natürlich wünschte ich mir nur, dass ich das sagen könnte. In Wirklichkeit könnte ich nur lächeln und dann zu meinem Platz gehen. Dieses Geheimnis zu bewahren macht mich verrückt. Aber ich schätze, einen Promi zu daten hat seinen Preis. Und es macht mir nichts aus, mein ganzes Leben lang dafür zu bezahlen. Aber okay, zu all der Geheimniskrämerei kommt noch hinzu, dass Berühmtheiten, wie ihr alle wisst, immer beschäftigt sind und nicht viel Freizeit haben. Also müssen wir uns einfallsreiche Wege einfallen lassen, um etwas Zeit für uns allein zu haben. Endlich war Herna weg. Mal sehen, Haare, Make-up, Kleidung, alles war perfekt. Es schien niemand in der Nähe zu sein. Jetzt musste ich schnell zu Rogers wagen. Hi, Herna, warum bist du noch hier? Wow, sieh dich an, ganz herausgeputzt, hm? Was ist der Anlass? Oh, ich habe nur meine Sachen vergessen. Bis dann. Und dann eilte ich hinter den Toilettenvan. Puh, das war knapp. Gut, dass ich meiner Schwester sehr ähnlich sehe und von ihr ein paar tolle Schminktipps bekommen habe. Sodass es für mich ein Kinderspiel ist, mich als Hannah auszugeben und mich an den Drehort zu schleichen. Lass mich sehen, ob du meine bezaubernde Harper bist. Während er meine hervorragende Verkleidung lobte, verstummte Roger plötzlich. Dann verwandelte er sich in eine völlig andere Person. Sein Verhalten änderte sich. Er stieß mich weg, schüttete seinen Kaffee auf seine Schuhe und schrie mich an. Was in aller Welt machst du da? Weißt du, wie viel die kosten? Mach sie sauber! Was ist gerade passiert? Ich streckte meinen Arm aus und fragte, ob ich ihn verärgert hätte, aber eine Frau schlug meine Hand weg. Nimm deine dreckige Hand von meinem Sohn! Oh, es ist Rogers Mutter, Mrs. Walker, die Vorsitzende einer Filmproduktionsfirma, die in der ganzen Branche als herrische Dame bekannt ist, die anderen immer Schwierigkeiten bereitet. Schlimmer noch, auch die Stimmen draußen wurden immer lauter. Oh nein, ich sollte hier besser keinen Ärger machen. Also hielt ich meinen Blick auf den Boden gerichtet und entschuldigte mich verzweifelt. Plötzlich packte mich eine Hand am Arm und zog mich weg. Es war Danielle, Rogers Managerin. Mach dir nicht so viele Gedanken, wenn er sich etwas daneben benommen hat. Er war einfach zu gestresst von der Arbeit. Ich bin übrigens Rogers ältere Schwester, also verstehe ich ihn besser als jeder andere. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass er eine ältere Schwester hat. Aber ich weiß von dir. Jedes Mal, wenn er dich sieht, strahlen seine Augen vor Glück. Es ist irgendwie offensichtlich. Du brauchst nichts zu sagen. Ich werde eure Liebesgeschichte geheim halten. Es stellte sich heraus, dass Danielle alles wusste und kein Wort sagte, weil sie wusste, dass es uns peinlich sein würde. Danach fuhr sie mich nach Hause und wir tauschten Nummern aus. Roger war nicht sehr gesprächig, also war es schön, Danielle zum Reden zu haben, da sie unsere Beziehung sehr unterstützte und mich über seine Termine auf dem Laufenden hielt. Eine ganze Woche war seit diesem Tag vergangen, ohne dass ich etwas von Roger gehört hatte. Nichts, nicht ein einziger Anruf. Ich hatte auf seiner neuen Telefonnummer, die Danielle mir gegeben hatte, eine Nachricht geschickt. Aber nichts. Manchmal weiß ich nicht, ob ich wirklich einen Freund habe oder nicht. Ich möchte nur erleben, was andere Paare haben. Hör auf, deine Zeit damit zu verschwenden, über einen Typen zu fantasieren, der nicht in deiner Liga spielt. Das ist so tragisch. Besonders jetzt, wo er eine Freundin hat. Er hat uns total verraten. Was hatte sie gerade gesagt? Freundin? Ich ging schnell ins Internet und sah ein Foto von Roger und Jessica, einer heißen Sängerin, die hinter der Bühne gemütlich aussehen. Also hat er mich verlassen, um mit ihr zusammen zu sein? Mein Herz fühlte sich an, als würde es gleich in Flammen aufgehen. Ich schrieb Danielle sofort eine Nachricht und sie antwortete direkt zurück und beklagte sich, dass ihr Jazz schmutzige PR-Tipps zur Bewerbung ihres neuen Albums auch Kopfschmerzen bereiteten. Oh, puh. Es war also nur ein dummes Gerücht. Was für eine Erleichterung.
Außerdem hatte sich Roger in den letzten Tagen überhaupt nicht bei mir gemeldet, weil er mit den Dreharbeiten zu einem neuen Film in Paris beschäftigt war. Er würde bald zurück sein und ein kleines Meet and Greet in der Stadt veranstalten. Danielle schlug vor, dass ich dort auftauchen und ihn überraschen sollte. Und sie machte sogar Rogers Terminplan für diesen Tag frei, sodass wir nach der Veranstaltung ein Date haben konnten. Du wunderbare Danielle. An diesem Tag ging ich zum Meet and Greet und verkleidete mich so perfekt, dass Roger mich nicht erkennen würde. Er würde so überrascht sein, mich hier zu sehen. Um ehrlich zu sein, mag ich es nicht, weil mein Freund all diese Luftküsse oder Umarmungen mit Fans macht. Aber nun ja, das ist sein Job und ich sollte Verständnis haben. Außerdem bin ich als Fan auch immer auf diese süßen Gesten reingefallen. Roger, sind irgendwelche dieser Dating-Gerüchte wahr? Nun, ich dachte einfach, es ist besser, wenn ich mich auf meine Arbeit und euch konzentriere. Ihr seid meine wahren Unterstützer, im Gegensatz zu all den Mädchen da draußen, die mich nur wegen Ruhm und Geld ansprechen. Was meint er damit? Er sieht mich also nur als eines dieser Mädchen, die auf der Jagd nach Ruhm sind? Unter dem aufgeregten Gejohle seiner Fans schien mir die Luft auszugehen und ich konnte nicht mehr lange hierbleiben. Ich schluchzte, als ich nach draußen lief und darüber nachdachte, wie Roger die ganze Zeit an mich, an uns gedacht hatte. Plötzlich hielt ein Auto vor mir. Es war Danielle. Ich weiß, es ist schwer, in einen Prominenten verliebt zu sein. Aber aus der Sicht eines Fans ist das etwas, was sie von ihm hören wollen. Natürlich kann er nicht über seine echte Beziehung sprechen, aber du kannst es. Und du meinst... Es ist nichts falsch an eurer Liebe. Und wir haben genügend andere Möglichkeiten, sie diskret auszudrücken, nicht wahr? Was Danielle sagte, brachte mich zum Nachdenken. Sophie zog mich jeden Tag damit auf, dass ich davon träume, mit meinem Idol auszugehen. Aber diese Beziehung ist echt und ich habe das Recht, meine Liebe zu zeigen, oder? Also postete ich das Lieblingsbild von einem unserer Dates auf Instagram, um mein Herz auszuschütten. Am nächsten Morgen wachte ich auf und hatte eine wütende Nachricht von Roger. Harper, warum hast du unser Versprechen gebrochen? Warum hast du unsere Beziehung aufgedeckt? Alles ist so durcheinander. Darunter war der Link zu einem Tweet mit der Überschrift: Junger Schauspieler Roger wird verdächtigt, sich mit jemandem zu treffen, der 10 Jahre älter ist. Oh nein, nein, nein! Wie hatten sie mein Foto nur so schnell finden können? Und schlimmer noch, sie müssen gedacht haben, dass die Person auf dem Foto Hannah war. Naja, wenigstens ist meine Schwester im Urlaub, also hat sie noch nichts davon erfahren. Ich muss das in Ordnung bringen, bevor sie zurückkommt, sonst wird sie mich umbringen. Ich versuchte also, sowohl Roger als auch Danielle zu kontaktieren, aber ich bekam keine Antwort. Was sollte ich nur tun? Ah, Roger hat eine Pressekonferenz für seinen neuen Film. Ich werde dorthin gehen und direkt mit ihm sprechen. Ich benutzte Hannahs Passkarte, um hinter die Bühne zu eilen, in der Hoffnung, dass Roger dort sein würde. Aber warte, da ist nur Mrs. Walker und ihr Personal. Sie sollten diesen Skandal sofort beseitigen, damit er nicht die Konferenz beeinträchtigt. Das ist so ärgerlich. Diese Maskenbildnerin muss irgendwelche Tricks anwenden, um Roger auszunutzen. Jetzt wird sie erfahren, wie es ist, wenn ihre Karriere ruiniert wird. Oh nein, das kann ich nicht zulassen. Bitte tun Sie das nicht. Das ist nicht Hannah auf dem Bild. Das war ich, Ihre Schwester. Roger und ich sind ineinander verliebt. Hm? Ich habe nie gesagt, dass ich dich liebe. Also hör auf, dich lächerlich zu machen. Sorry, Mutter. Ich habe nur mit ihr gespielt, weil mir langweilig war. Lass mich das regeln. Was? Ich dachte, er wäre anders. Wie sich herausstellte, war er nur ein weiterer Idiot, der seinen Ruhm ausnutzt, um mit Mädchen zu flirten. Es ist aus mit uns, rief ich und sprintete raus. Tage danach wurden weitere Twitter-Videos von Rogers angeblichen Mitarbeitern gepostet. Die behaupteten, er sei arrogant und unhöflich. Das geschieht ihm recht, denke ich. Wie auch immer, ich begann langsam mich zu wundern, wer dieses Video aufgenommen haben könnte, da gar nicht viele Leute da gewesen waren. Plötzlich tauchte eine Twitter-Benachrichtigung auf und holte mich in die Realität zurück. Moment, das ist der Account, ist es nicht? Die Fans waren immer noch wütend auf Roger. Als ich durch die Artikel über ihn scrollte, sah ich einen Haufen Kommentare, die alle aufforderten, ihn zu canceln. Sie teilten sogar ein Bild von Roger, wie er in der Nacht vor seiner Entschuldigungspressekonferenz in einer Bar ist und sich betrinkt. Auch wenn ich wütend auf ihn war, konnte ich meine Gefühle nicht einfach abschalten. Also nahm ich einen Uber zur Bar, um Roger zu finden. Aber weil ich nicht alt genug war, hielt mich der Sicherheitsbeamte auf. Als ich versuchte, einen Weg zu finden, mich hineinzuschleichen, sah ich eine vertraute Gestalt. Es war Roger, der auf den Stufen der Hintertür der Bar saß. Hey, alles in Ordnung? Ich werde Danielle anrufen, damit sie dich abholt.
Nein, bitte. Ich bin es leid, dass mir Bodyguards und Manager rund um die Uhr folgen. Ich will jetzt einfach allein sein, aber es tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit verletzt habe. Ich will nur sagen, dass es echt war. Ich liebe dich wirklich. Ich habe getan, was ich getan habe, weil ich so besorgt war, dass meine Adoptivmutter dir etwas antun würde, wenn sie von uns wüsste. Deine Adoptivmutter? Ja, ich bin nicht der leibliche Sohn von Mrs. Walker. Sie hat mein schauspielerisches Talent erkannt und mich adoptiert, als ich 11 war. Seitdem bin ich für sie nichts weiter als eine Geldmaschine. Dann erzählte er mir, wie seine reine Leidenschaft für die Schauspielerei durch den ganzen Druck, der mit der Berühmtheit verbunden ist, allmählich verschwand, vor allem jetzt, da er wusste, dass jemand hinter all den jüngsten Skandalen steckte. Ich weiß, wer dahinter steckt. Geh einfach wie geplant zur Pressekonferenz. Und ich kümmere mich um den Rest. Ich wartete, bis Roger sich für all seine Skandale entschuldigt hatte und wandte mich dann an die Menge. All die Gerüchte sind gefälscht. Ich weiß das, weil ich das Mädchen aus dem Video bin. Und die Person, die es gefilmt und bearbeitet hat, um es schlecht aussehen zu lassen, war seine Managerin Danielle. Ich zeigte auf sie und inmitten des Aufatmens richteten sich alle Augen und Kameras auf sie. Was? Das ist Verleumdung. Du hast keine Beweise. Dann hielt ich mein Handy hoch und spielte eine Videoaufnahme ab, auf der Sophie zugab, dass Danielle ihr die Videos zum Hochladen ins Internet gegeben hatte. Tatsächlich hatte Sophie am Tag der Präsentation versehentlich ihren geheimen Twitter-Account enthüllt, der kein anderer war als @cancelroger, derjenige der sogenannten Mitarbeiter. Ich hatte sie sofort damit konfrontiert und ihr gesagt, dass sie wegen Verleumdung anderer verklagt werden könnte. Als ich das erste Mal das Gerücht hörte, dass Roger eine Freundin hat, war ich vor Eifersucht geblendet und hörte auf Danielle. Da sie seine Managerin ist, habe ich einfach geglaubt, dass diese Videos wahr sind. Als Vizepräsidentin seines Fanclubs hatte ich nur das Beste für meine Mitglieder im Sinn. Also bitte verklagt mich nicht. Gut, ich weiß. Und wenn schon, ich musste Mutter zeigen, dass Roger nicht so besonders ist, wie sie denkt. Ich wusste, dass Roger Harper mag. Also habe ich mich ihr genähert und ihre Beziehung benutzt, um seine Karriere zu ruinieren. Dann wird meine Mutter mich endlich bemerken. Wow, was für eine Wendung, nicht wahr? Also, was jetzt? Nun, Mrs. Walkers und Danielles wahre Absichten wurden für alle sichtbar aufgedeckt. Damit ist Roger von allen Skandalen befreit und seine Fans sind wieder vereint, um ihn wieder zu unterstützen. Er hat jetzt einen neuen Manager und sie haben kein Problem damit, dass er sich öffentlich mit mir trifft. Oh, und was Hannah betrifft, als sie von ihrer Reise zurückkam und feststellte, dass sie sich mit einem ihrer prominenten Kunden getroffen hatte, kam das bei ihr nicht so gut an. Aber es ist nicht alles schlecht, denn nach dem Skandal hat sie jetzt jede Menge Buchungen. Und wenn überhaupt, dann hat sie es mir zu verdanken, dass sie gefreit... Hi Leute, ich bin's, Gefreiter Davis. Ja, Taylor Davis. Das Mädchen, das sich heimlich als ihr Zwillingsbruder verkleidet hat, um auf eine reine Jungen-Militärschule zu gehen. Im letzten Teil hatte ich mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Aber mit Tom und Henry, meinen beiden besten Freunden an meiner Seite, war alles viel einfacher. Aber trotzdem gab es Probleme, bei denen mir meine beiden Kameraden nicht helfen konnten. Wie zum Beispiel die Situation, in der Alice meine wahre Identität herausgefunden hatte. Nicht, dass dein Schlamassel mich interessieren würde, aber ich muss meinen Bruder Jacob finden. Also, lass uns einen Deal machen. Ich behalte dein Geheimnis für mich und du hilfst mir, ihn zu finden. Was? Wie soll ich einen Typen finden, den ich gar nicht kenne? Zu meiner Überraschung erzählte mir Alice dann wahrheitsgemäß seine Geschichte. Es stellte sich heraus, dass er aus zwei Gründen an diese Schule gekommen war. Um diejenigen zu bestrafen, die Jacob schikaniert hatten und um Hinweise auf sein Verschwinden zu finden. In der Zwischenzeit hatte ich zufällig diesen Jacob vor der Schule getroffen und seine Marke gefunden. Ich war also die einzige Spur, die er im Moment hatte. Aber konnte ich diesem Kerl wirklich trauen? Ich meine, seht nur, was er Eric angetan hat. Wenn du es nicht tun willst, dann kann ich zum Direktor gehen. Okay, also was? Ich habe die Marke gefunden, als wir uns zu einer örtlichen Mädchenschule geschlichen haben. Das ist alles, was ich weiß. Wenn du mein Geheimnis ausplauderst, werde ich dir nicht helfen, deinen Bruder zu finden. Du solltest besser einen Weg finden, mich zu dieser Schule zu bringen. Ich wähle den Zeitpunkt aus und du versuch dein Bestes, um nicht erwischt zu werden. Am nächsten Morgen war ich wie immer auf dem Weg zum Unterricht, als ich an einer Gruppe von Jungs vorbeikam, die etwas über mich flüsterten? Hä? Warte, hat Alice etwa allen meine Identität verraten? So ein Mistkerl! Ich rannte los, um ihn zu finden, aber stieß versehentlich mit diesem Jungen namens Finley zusammen.
Ich half ihm auf, als das Geflüster um uns herum noch lauter wurde. Ich schätze, du bist einer der mutmaßlichen Verdächtigen. Dann erzählte mir Finley, dass gestern jemand im Badezimmer eine Schachtel entdeckt hatte, die wie eine Packung Süßigkeiten aussah. Aber darin war ein Haufen Tampons. Jetzt dachten alle, dass es entweder einen Perversen auf dem Campus gab oder dass einer von uns heimlich ein Mädchen war. Und sie meinten, jeder, der nicht in die öffentliche Dusche geht, sei verdächtig. Oh nein, was, wenn sie herausfinden, dass die Tampons von mir sind? Leute, heißes Mädchen im Anmarsch! Sofort vergaßen mich alle und rannten auf den Jungen zu. Es ging das Gerücht um, dass ein Inspektionsbeamter für ein paar Monate hier wohnen würde. Und er würde seine wunderschöne Tochter Ivy mitbringen. Die Leute sagten, sie sehe aus wie eine Fee mit dieser ätherischen Ausstrahlung. In diesem Moment traten der Inspektor, Ivy und seine Gruppe in den Flur. Ich beobachtete, wie sie alle über sie herfielen. Pff, bitte. Man könnte fast meinen, sie hätten noch nie ein Mädchen gesehen. Sie gingen mit einem selbstgefälligen Lächeln an diesen dummen Jungs vorbei. Aber sobald sie mich unbeeindruckt dastehen sah, erstarrte sie auf der Stelle und starrte mich direkt an. Wie bitte? Sollte ich sie etwa auch verknallt ansehen? Dad, ich brauche jemanden, der mich in der Schule herumführt. Kann ich ihn mitnehmen? Was? Warum ich? Ich konnte nicht einmal etwas sagen, da der Direktor bereits zugestimmt hatte. Komm schon, lass uns gehen. Oh, du bist so muskulös. Oh, wie eklig. Später scheuchte sie Henry und Tom aus dem Unterhaltungsraum, nur weil sie mit mir allein sein wollte. Ein anderes Mal, als wir gerade unseren Putzdienst machen wollten, tauchte Ivy wie aus dem Nichts auf und bat mich, mit ihr abzuhängen. Sie hielt sogar zwei vorbeigehende Jungs an und klimperte mit ihren Wimpern, um sie zu überreden, stattdessen meinen Putzdienst zu übernehmen. Ivy, ich weiß deine Hilfe zu schätzen, aber wir haben alle unsere Aufgaben zu erledigen. Das ist nicht fair den anderen gegenüber. Verstehst du es nicht, Jack? Ich habe das alles getan, weil ich dir nah sein will. Ich mag dich. Ich denke, du passt besser zu jemand anderem. Dann rannte ich raus und ließ alle fassungslos über meine harsche Ablehnung zurück. In den nächsten Tagen schien Ivy wütend und sah mich an, als wolle sie mich in Stücke reißen. Und das Geflüster begann wieder zu kursieren. Sie sagten, dass die Ablehnung eines so schönen Mädchens wie Ivy bedeutete, dass ich kein Interesse an Mädchen haben musste. Oder noch schlimmer, dass ich wahrscheinlich selbst ein Mädchen war und die Tampons mir gehörten. Gott, das war eine Katastrophe. In dieser Nacht war ich wie immer gerade aus dem Gemeinschaftsbad gekommen, nachdem ich spätabends geduscht hatte, als mich plötzlich jemand in den Geräteraum zerrte. Es war Alice. Was ist hier los? In diesem Moment ertönten Schritte auf dem Flur. Ich hielt den Atem an, während ich ängstlich darauf wartete, dass sie vorbeigingen. Puh, das war knapp. Es stellte sich heraus, dass Alice an diesem Nachmittag gehört hatte, wie die Offiziere über eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen diskutierten. Insbesondere im Bereich der Gemeinschaftstoiletten der Schüler in der Nacht. Also hat er draußen auf mich gewartet und mich gerade noch rechtzeitig versteckt. Er hat mich gerettet! Wir versuchten uns durch das neue Gebäude in der Nähe unseres Wohnheims zu schleichen. Aber leider stießen wir auf Ivy. Was macht ihr denn hier? Versuchst du dich rauszuschleichen, hm? Auf... Es ist nicht so, wie du denkst, ich... Jack ist hierher gekommen, um dir seine Gefühle zu gestehen. Richtig, Jack? Oh, ja, ich... glaube, ich bin in dich verliebt. Ach ja, warum hast du mich dann neulich abgewiesen? Er war einfach zu unsicher. Ich meine, du bist ein ziemlicher Fang mit deinem hochrangigen Vater, während er nur ein Gefreiter ist. Aber er kann seine Gefühle für dich nicht länger ignorieren, also... Wie unangenehm. Aber es klappte, denn Ivy sah so gerührt aus und stürzte nach vorne, um mich zu umarmen. Und dann wurden wir wohl offiziell ein Paar. Und wie Alice es geplant hatte, wurden die Gerüchte, dass ich ein Mädchen bin, durch eifersüchtige Blicke ersetzt. Jetzt folgte mir Ivy in jede Klasse, in jede Pause. Ich hatte kaum noch Zeit für mich allein. Dieser taktische Kampfkurs war meine einzige Chance, von ihr wegzukommen. Wir mussten zu diesem Lagerhaus gehen, um die Rettung einer gefangenen Puppe zu üben. Ich konzentrierte mich auf die Mission, wurde aber trotzdem von einem Feind erwischt. Warte, war das Alice? Er schien aufgeregt zu sein und sagte mir, dass wir am Freitagnachmittag aufbrechen müssten. Als wir besprachen, wie wir uns aus der Schule schleichen könnten... Warum müsst ihr euch treffen? Wir erschreckten uns fast zu Tode. Ivy! Warum schleißt du dich an uns heran? Was hast du gehört? Nur, dass du meinen Freund gefragt hast, ob er mit dir ausgeht. Oh, ich verstehe, was hier los ist. Du magst Jack, nicht wahr?
Seltsamerweise schien Alice aufgeregt zu sein. Er schwitzte und murmelte Unfug vor sich hin. Hatte er so viel Angst vor Ivy? Plötzlich packte Ivy mich am Kragen und versuchte, mich zu küssen? Panisch schob ich ihr Entengesicht weg. Gerade noch rechtzeitig, denn die Sirene ging los und signalisierte, dass der Kurs vorbei war. Also rannte ich raus. Um Ivy aus dem Weg zu gehen, wurde der Plan auf den frühen Freitagmorgen geändert. Ich musste eine Verletzung vortäuschen, um aus dem Kurs zu kommen. Alice und ich trafen uns an der Hintertür, sprangen in den Milchlieferwagen und ließen uns von ihm zur örtlichen Mädchenschule bringen. Als wir dort ankamen, führte ich ihn zum Eingang der Schule, wo ich Jacobs Marke gefunden hatte. Wir sprachen mit einigen Schülerinnen, aber niemand wusste, wer Jacob war. Und die Leute fingen an, uns anzustarren, als wären wir unheimlich. Wir wollten schon aufgeben, als diese Frau uns ansprach. Warum sucht ihr nach Jacob? Du siehst genauso aus wie er. Es stellt sich heraus, dass das Mrs. Walker ist, eine Lehrerin hier, und sie kennt Jacob. Ihr Mann fand ihn benommen und verletzt am Waldrand und nahm ihn mit nach Hause. Seine Gesundheit wurde mit der Zeit besser, aber sein Glück leider nicht. Als der Abschlussball anstand, sagte Mrs. Walker zu Jacob, er solle gehen und den Abend genießen, in der Hoffnung, dass es ihm besser gehen würde. Aber er kam früher zurück und interessierte sich nur für diese Marke, die er von jemandem namens Jack Davis gesehen hatte. Denn das war auch der Name von Jacobs Lieblings-Drag-Queen, die in großen Theatern auftrat. Dieser Vorfall gab Jacob den Anstoß, etwas zu unternehmen. Denn er wollte schon immer mit seinem wahren Ich leben, hatte sich aber auf dem Weg dorthin verirrt. Also beschloss er, sich auf die Suche nach Jack Davis zu machen, dem Vorbild, das ihm vielleicht helfen konnte. Er hatte sich vor nicht allzu langer Zeit von den Walkers verabschiedet, um sich auf diese Selbstfindungsreise zu begeben. Auf dem Rückweg blieben Alice und ich ruhig. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Jacob meinen Zwillingsbruder kennen würde. Sollte ich Alice sagen, dass ich vielleicht wusste, wo Jacob hingegangen war? Aber ich konnte ihn nicht einfach zu mir nach Hause führen, um seinen Bruder zu finden. Denn meine Eltern wussten nicht, dass ich mich als Jack verkleidet hatte und auf diese reine Jungenschule gegangen war. Wenn sie das jemals herausfänden, könnte ich mich von meinen Soldatenträumen verabschieden. Als der Lastwagen anhielt, stieg ich aus und wollte gerade zum Wohnheim zurückgehen, als Alice meine Hand zog. Du kennst doch diesen Jack, oder? Ist er dein Zwillingsbruder? Wenn das so ist, dann sag mir bitte, wo er ist. Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Dann ging ich, während er mir nachrief. Am nächsten Tag versuchte ich, Alice auszuweichen, aber er war mir voraus. Er war verzweifelt, aber ich schüttelte nur den Kopf. Du egoistischer Betrüger! Sofort rannte Tom los, um sich zwischen mich und Alice zu stellen, während Henry mich verteidigte. Was willst du der nächste Eric werden? Hau ab, du Trottel! Nein, ich versuchte ihnen zu erklären, dass Alice es nicht böse meinte. Aber sie hörten nicht auf mich und zogen mich einfach von ihm weg. Ich fühlte mich so schlecht. Den ganzen Tag musste ich daran denken, was passiert war. Alice hatte recht, ich war egoistisch. Wegen mir würde er seinen Bruder vielleicht nie wiedersehen. Ich musste ihm helfen. Aber als ich in seinem Zimmer ankam, sagte sein Mitbewohner, dass er bereits seinen Jahresurlaub genommen hatte, um seinen Bruder zu besuchen. Oh nein, er muss irgendwie meine Adresse herausgefunden haben. Ich muss nach Hause, aber wie komme ich aus der Schule? Es war nicht der Tag der Milchlieferung. Während ich nachdachte, kamen Tom und Henry auf mich zu und fragten, warum ich mich so seltsam verhielt. Das war's. Ich sollte sie wohl nicht länger anlügen. Leute, ich muss euch etwas sagen. Ich bin eigentlich ein Mädchen. Dann erzählte ich ihnen, warum ich überhaupt hierher gekommen war. Wie sich die Dinge mit Alice verwickelt hatten und dass er jetzt nach meinem Haus sucht, weil sein Bruder dort sein könnte. Ich wartete darauf, dass sie wütend werden würden, aber stattdessen lächelten sie mich sanft an. Das ist ein ziemlich großes Geheimnis. Ob Mädchen oder Junge, das ändert nichts. Du bist immer noch unser Freund. Sie waren nicht böse auf mich. Ich fühlte mich so erleichtert, weil ich wusste, dass ich nichts mehr vor ihnen verbergen musste. Jetzt musste ich nur noch einen Weg finden, um nach Hause zu kommen. Wir schaffen das schon. Geh und warte in der Nähe des Hintertors. Und das tat ich auch, gerade rechtzeitig, als der Feueralarm losging und alle Offiziere, die das Tor bewachten, in diese Richtung rannten. Ein paar Sekunden später öffnete sich das hintere Tor plötzlich und die Überwachungskameras gingen aus. Und ich konnte einfach hindurchschlüpfen. Zum Glück kam ich vor Alice zu Hause an. Mein Herz klopfte wie wild, als ich an die Tür klopfte, und Mama und Papa öffneten sie. Es war wohl unnötig zu sagen, dass es ein großer Schock war, ihre Tochter als jungen Soldaten verkleidet zu sehen. Ich erklärte ihnen schnell, wie ich heimlich Jacks Platz eingenommen hatte, und ihre Gesichter wurden immer finsterer. Wie konntest du uns anlügen und dann illegal auf eine Militärschule für Jungen gehen?
Was hast du dir dabei gedacht? In diesem Moment kam Jack, mein Zwillingsbruder, die Treppe heruntergestürmt. Er verstand sofort, was los war und gab mir Rückendeckung. Mama, Papa, das ist Taylors Traum, seit sie klein war. Das ist gefährlich. Wenn du erwischt wirst, könntest du in eine Jugendstrafanstalt eingewiesen werden. Pack deine Sachen und verlasse sofort die Schule. In diesem hitzigen Moment stürmte Alice herein. Jacob, bist du hier? Wo hast du ihn versteckt? Ich versuchte ihn zu beruhigen, aber es war sinnlos. Die ganze Szene war chaotisch. Dann blieb er plötzlich stehen und starrte auf die Treppe. Da war noch jemand hier. Jemand mit seidig langem Haar, einem wunderschön geschminkten Gesicht, in einem super hübschen Kleid. Es war Jacob. Er entschuldigte sich bei meinen Eltern für das Verhalten seines Bruders. Dann setzten wir uns alle hin. Und er erzählte uns, wie er schon in jungen Jahren gemerkt hatte, dass er sich für weibliche Dinge interessierte. Also schlich er sich immer in den Kleiderschrank seiner Mutter und benutzte ihre Kleider und ihr Make-up. Einmal erwischten ihn seine Eltern und waren so besorgt über sein seltsames Verhalten, dass sie ihn zwangen, eine Militärschule zu besuchen, in der Hoffnung, ihn zu bekehren. Aber natürlich passte er dort nicht hinein und hatte es satt, von Eric gehänselt zu werden. Als er die Chance sah, wegzulaufen, tat er das ohne zu zögern und brach alle Verbindungen zur Schule und zu seiner Familie ab. Glücklicherweise fanden ihn die Walkers im Wald und kümmerten sich gut um ihn. Doch das war nicht genug. Er musste sein wahres Ich entdecken, also kam er zu Jack. Ich flehe dich an, zwing mich nicht wieder nach Hause zu gehen. Ich kann den enttäuschten Blick von Mama und Papa nicht ertragen. Ich will einfach nur ich selbst sein. Ich weiß, es muss schwer sein, aber du musst nach Hause gehen und dich deinen Eltern stellen. Wenn sie wissen, wie du dich wirklich fühlst, werden sie es verstehen. Mama, Papa, es tut mir leid, dass ich so leichtsinnig war. Aber Soldat zu sein ist mein Traum. Bitte gib mir eine Chance. Ich kann es nicht zulassen, dass du es tust. Aber du hast bis zum Ende des Semesters Zeit, deine Sachen zu packen und dich zu verabschieden. Das war's. In diesem Moment hörte ich draußen Schritte. Es war Ivy? Was hatte sie hier zu suchen? Du hast mich reingelegt. Ich wusste bereits, dass zwischen dir und Alice etwas Seltsames vor sich geht. Aber du bist ein Mädchen. Zum Glück habe ich dein ganzes Geheimnis hier aufgezeichnet. Mal sehen, wie mein Vater dich bestraft. Betrügerin. Das ist übel. Alice und ich sprangen in sein Auto und fuhren sofort zurück zur Schule. Aber als wir dort ankamen, erlebten wir eine unerwartete Situation. Der Schuldirektor, auch bekannt als Erics Vater, war bereits dabei, seine Sachen zu packen. Und eine seltsame Dame mit strengem Blick saß an seinem Schreibtisch. Moment, heißt das, wir haben einen neuen Rektor? Ja, es stellte sich heraus, dass der Inspektionsbeamte nur gekommen war, um gegen unseren Schulleiter zu ermitteln. Weil er behauptete, dass er die Misshandlung anderer Schüler durch seinen Sohn duldete. Und es war niemand anderes als Alice hier, der genug Beweise gesammelt hatte, um ihm zu helfen. Und was ist mit mir? Nun, als Gegenleistung für Alice' Hilfe beschloss der Offizier, mich hierbleiben und lernen zu lassen. Tatsächlich hatte die neue Direktorin sogar noch andere Pläne. Endlich, das Semester ist zu Ende. Puh, und wisst ihr was? Unsere Schule nimmt jetzt offiziell weibliche Schüler auf. Was bedeutet, dass ich tatsächlich das erste Mädchen an der Schule bin? Ich bin so dankbar für unsere neue Direktorin. In der Zwischenzeit sind ich, Henry und Tom immer noch die besten Kameraden. Offensichtlich könnte nichts jemals zwischen uns stehen. Und natürlich sind meine Eltern damit einverstanden, dass ich bleibe, da ich meine wahre Identität nicht mehr verbergen muss. Was Jacob angeht, so hat er tatsächlich auf Jacks Rat gehört und ist nach Hause gegangen, um mit seinen Eltern zu reden. Sie waren schockiert, ihn so zu sehen. Aber als er ihnen sein Herz ausschüttete, beschlossen sie, sein wahres Ich langsam zu akzeptieren. Was seinen Bruder Alice angeht, so haben wir viel zusammen durchgemacht und jetzt sind wir beste Freunde. Vielleicht funkt es ja doch noch zwischen uns, aber ich weiß nicht. Warte. Kaum hatte ich den Flur betreten, hörte ich schon allerlei Getuschel. Was ist passiert? Hast du es vergessen, Sandra? Heute ist Montag. Ach, nicht schon wieder. Wer ist denn diese Woche das unglückliche Opfer? Dorothy! Es ist Dorothy! Schau mal, was sie Peinliches getan hat. Auf dem Handy war ein Foto von Dorothy, dem fiesesten Mädchen der Schule, bei einem Date mit einem alten, reichen Typen. Ben und ich hatten null Interesse an solchen Dingen. Aber die anderen hingegen. Hey, da ist sie! Das war schon der dritte Montag in Folge, an dem sich unsere Schule in eine tratschende Chaoszone verwandelte. Ihr wollt wissen, warum? Vor 3 Wochen tauchte aus dem Nichts plötzlich ein Haufen zufälliger QR-Codes auf, die an einigen Schließfächern angebracht waren.
Neugierig geworden, scannten wir sie und erhielten Zugang zu diesem mysteriösen Block von jemandem, der sich der Stille Ritter nennt. Dort stand, dass sie das wahre Gesicht dieser angesehenen Schule enthüllen wollten. Jeden Montag um 2 Uhr nachts würden sie das schmutzige Geheimnis von jemandem lüften. Und das erste Geheimnis gehörte dem geliebten Kapitän des Basketballteams, Lewis. Es stellte sich heraus, dass er im letzten Spiel absichtlich verlor, damit die rivalisierende Schule, die seine heimliche Freundin besuchte, gewinnen würde. Zuerst zweifelten noch alle daran, aber dann fand jemand den Twitter-Account der Freundin, auf dem sie ein Foto von der Feier gepostet hatte, und schon war alles klar. Lewis verlor sofort seinen Kapitänstitel und die ganze Schule war wütend auf ihn. Während sich alle noch darüber aufregten, kam schon das Geheimnis des nächsten Montags. Dieses Mal ging es um Mr. Worthing, unseren beliebten Mathelehrer. Seine Klassen waren für ihre Spitzenleistungen bekannt. Aber wie sich herausstellte, hatte er seinen Schülern vor jeder Prüfung immer versehentlich die Fragen zugespielt. Das Gerücht erreichte den Schuldirektor, der sofort Nachforschungen anstellte. Leider stimmte es und Mr. Worthing wurde gefeuert. Und wie ihr ja jetzt mitbekommen habt, ist die kleine Miss Dorothy das dritte unglückliche Opfer. Um ehrlich zu sein, war sie definitiv nicht das netteste Mädchen. Sie ist der Albtraum aller Schüler, besonders der Neulinge. Und als ihr beschämendes Geheimnis aufgedeckt wurde, schienen alle einigermaßen zufrieden zu sein und redeten ununterbrochen darüber. Meine beste Freundin Mary war da keine Ausnahme, denn Dorothy war eine Rivalin um ihren Status als Königin der Schule. Zur Mittagszeit kamen wir in der Cafeteria an, aber seltsamerweise stand niemand an, um sein Mittagessen zu bekommen. Alle sahen sich nach etwas um. Wie sich herausstellte, war Dorothy auch hier. Sie saß allein an einem Tisch. Um keine Gelegenheit zu verpassen, ihre langjährige Rivalin zu verspotten, eilte Mary sofort zu ihr hinüber. Was ist denn los? Führt dich dein glatzköpfiger Liebhaber heute etwa nicht zum Mittagessen aus? Sobald diese Worte aus Marys Mund gekommen waren, brachen alle in Gelächter aus. Benjamin und ich mussten Mary sofort dort wegzerren, um Unheil zu vermeiden. Was macht ihr denn da? Ich bin noch nicht fertig. Das war echt nicht cool. Halten wir uns da einfach raus. Was? Sie hat es verdient. Du müsstest doch am besten wissen, was für eine schreckliche Person sie ist, Sandra. Oder hast du etwa vergessen, wie sie auf dir herumgehackt hat? Nun, es stimmt. Ich war auch eines von Dorothys Opfern, als ich hierher kam. Ben und Mary waren diejenigen, die sich für mich eingesetzt haben. So hat auch unsere wertvolle Freundschaft begonnen. Seitdem sind wir das kultige Trio der klügsten Kinder der Schule. Ziemlich cool, oder? Aber die jüngsten Dramen wirkten sich unbestreitbar auf unsere Ausbildung aus. Es war, als kämen die Schüler nur noch hierher, um zu tratschen. Und sie plauderten im Unterricht, was nicht gerade förderlich für die Konzentration war. Der Montagmorgen wurde zum größten Ereignis in der Schule. Alle freuten sich darauf und rätselten, wer der nächste Auserwählte sein würde, während die peinlichen Geheimnisse immer weiter nach außen drangen. Justin sieht zwar cool aus, wenn er die ganze Zeit Kaugummi kaut, aber er tut das nur, um seinen Mundgeruch zu vertuschen. Die fleißige Julia kauft ihre Aufsätze im Internet. Der Typ, der die Autos auf dem Parkplatz vollgesprüht hatte, war kein geringerer als Brandon, der Leckerbissen. Es wurde deutlich, dass jeder von uns der Nächste sein könnte. Langsam gerieten alle in Panik und beteten, dass ihr Name nicht genannt werden würde. Jeden Montagmorgen kam ich in die Schule und sah, dass alle wie Zombies aussahen, weil sie die ganze Nacht aufgeblieben waren und auf den Post des stillen Ritters gewartet hatten. Der geheimnisvolle Blogger musste einer von uns sein, um alle möglichen persönlichen Geheimnisse zu kennen, sodass alle besonders vorsichtig wurden. Was für ein Schlamassel, das musste unbedingt aufhören. Wir mussten herausfinden, wer der stille Ritter war und die Sache beenden, aber Mary war nicht überzeugt. Und wie sollen wir diese Leute finden? Es gibt keinen Anhaltspunkt, hör auf, deine Zeit damit zu verschwenden. Konzentrieren wir uns lieber aufs Lernen, Sandra. Es ist unmöglich, dass sie keine Spuren hinterlassen haben. Wir müssen einfach zusammenhalten. Nein, wenn du das wirklich tun willst, dann mach's doch alleine. Was ist denn los mit dir? Warst du sonst nicht immer die Erste, die solche Dramen vermieden hat? Aber jetzt könnten wir die Nächsten sein. Na und? Ich habe keine Angst. Ich habe nichts zu verbergen. Dann ging sie mürrisch weg. Mary ist es vielleicht egal, aber mir nicht, also verbrachte ich die Nacht damit, die Hinweise zusammenzusetzen. Als plötzlich eine Nachricht auf meinem Handy aufpoppte. War es etwa schon 2 Uhr morgens? Um wen ging es wohl diese Woche? Ich drückte darauf, um nachzusehen. Es war Mary! Oh nein, geht es um diese eine Sache? Ja, das war's. Das Geheimnis um Marys Herkunft war gelüftet. Ihre Eltern sind keine erfolgreichen Geschäftsleute. Und natürlich ist Mary auch kein reiches Mädchen, obwohl sie immer so getan hat. Ich habe das zufällig herausgefunden, als ich sie vor einem kleinen Haus in der Vorstadt über die Miete verhandeln sah.
Als ich Mary fragte, warum sie gelogen hatte, wurde sie ganz defensiv. Was weißt du denn schon? Wenn die Leute die Wahrheit wüssten, würden sie mich alle auslachen. Ich wollte Mary natürlich nicht verletzen, also behielt ich ihr Geheimnis für mich. Aber jetzt haben es alle auf die schlimmste Weise herausgefunden. Am nächsten Tag sahen Ben und ich Mary erschöpft auf uns zukommen, während alle Augen auf sie gerichtet waren. Jo, was glaubst du, wie sie sich diese auffälligen Outfits leisten kann? Hat dieser Blogger nicht gesagt, dass sie immer billige Secondhand-Klamotten trägt? Erbärmlich. Als wir diese Worte hörten, warfen Ben und ich diesen Kindern Todesblicke zu und beeilten uns, Mary aus der Menge zu holen, aber sie schnauzte mich plötzlich an. Sandra, du steckst hinter all dem, nicht wahr? Hä, was? Mary, was meinst du? Warum sollte ich so etwas tun? Du bist die Einzige, die mein Geheimnis kennt. Wenn du es nicht warst, wer sollte es sonst sein? Du bist der stille Ritter. Was sie sagte, erregte schnell die Aufmerksamkeit aller und ich spürte, dass alle neugierigen Augen auf uns gerichtet waren. Mary, das ist nicht richtig. Erinnere dich daran, dass es Sandra war, die alle dazu aufgerufen hat, den Täter zu finden. Das war eindeutig nur ein Ablenkungsmanöver, um alle zu täuschen. Mary fuhr dann fort, zu erklären, warum sie mich verdächtigte. Der Blogger tippte immer nur Kleinbuchstaben, genau wie ich es immer tat. Und sie erwähnte auch meine Angewohnheit, lange aufzubleiben. Um es noch schlimmer zu machen, hörte der Blogger am nächsten Montag plötzlich auf zu schreiben, sodass alle sich sicher waren, dass ich es war. So wurde ich sofort als Verräterin gegenüber meinen Freunden abgestempelt. Und sogar als Keim, der den Hass unter den Schülern dieser Schule schürt. Überall, wo ich hinkam, wurde ich beschimpft und niemand außer Benjamin wollte beim Mittagessen neben mir sitzen. Ich durfte nicht einmal mehr in die Bibliothek, weil dort alle über mich redeten, was zu Unruhe führen konnte. Das Schlimmste aber war, dass mich auch die Lehrer hassten. Einmal habe ich mich im Matheunterricht freiwillig gemeldet, um eine schwierige Gleichung zu lösen. Aber alles, was ich vom Lehrer zurückbekam, war: Ach Sandra, wenn du deine Intelligenz doch nur zum Lernen nutzen würdest und nicht um das Leben anderer Leute durcheinander zu bringen. Dann haben mir alle herzlos ins Gesicht gelacht. Die Anspannung machte mich fertig, also ging ich raus, um durchzuatmen. Als ich nach der Pause ins Klassenzimmer zurückkehrte, fand ich eine Schachtel in meiner Schreibtischschublade. Oh nein, waren das nicht die Liebesbriefe, die ich für Louis geschrieben hatte? Ich meine, ja, ich war mal in diesen Basketballkapitän verknallt gewesen. Aber das war schon lange her und ich hatte die Briefe nie abgeschickt. Wie kommt es, dass sie alle hier sind? Ich hatte sie doch sicher in der Ecke meines Spinns versteckt. Ist es der unheimliche stille Ritter, der sich mit mir anlegt? Oh, jetzt reicht's. Ich muss diesen Idioten so schnell wie möglich entlarven. Wer könnte es nur sein? Wer hatte die Fähigkeit, Leute unbemerkt auszuspionieren? Ich versuchte gerade, das herauszufinden, als eine selbstgefällig aussehende Dorothy auftauchte. Meine Güte, seht sie euch an. Unglaublich, dass sie der Feigling ist, der alles zerstört, was sie nicht haben kann. Pech für Louis, dass er damit hineingezogen wurde. Sie ist so ein erbärmliches kleines Mädchen. Sie hat nicht einmal den Mut, einen der Briefe abzuschicken. Oh, mein Gott, hatten Sie gerade Briefe gesagt? Was für Briefe? Wovon in aller Welt redet ihr? Deine Handschrift ist wirklich unverwechselbar, nicht wahr? Sie zeigte mir haufenweise Fotos von meinen Briefen. Oh nein, hat sie sich an mir gerecht, weil sie dachte, ich hätte ihre Dating-News verraten? Ohne mir eine Chance zu geben, es zu erklären, lachten sie nur und machten sich weiter über mich lustig. Ich konnte es nicht ertragen, in die Schule zu gehen und für etwas gequält zu werden, das ich nicht einmal getan hatte. Also tat ich so, als sei ich krank, um ein paar Tage zu Hause zu bleiben. Aber es ist schon eine Woche her und ich fühle mich immer noch nicht besser. Plötzlich gab es ein seltsames Geräusch am Fenster. Es stellte sich heraus, dass es Benjamin war. Sandra, bitte hör auf, dich zu verstecken. Du kannst nicht zulassen, dass sie dich so fertig machen. Du bist besser als das. Was soll ich denn sonst tun? Alle sind überzeugt, dass ich es war. Folge mir. Ich kenne jemanden, der dir helfen kann. Jetzt saß ich in einem Café mit Benjamin und Max, dem IT-Genie unserer Schule. Benjamin bestand darauf, dass dieser Typ helfen könnte, den anonymen Blogger zu identifizieren. Nach nur wenigen Minuten der Überprüfung der IP-Adresse konnte Max sie ausfindig machen. Aber, sie führte zu Marys Wohnung? Das gibt es doch nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich muss mit Mary reden. Beruhige dich. Sagen wir vorerst niemandem ein Wort darüber. Lass mich das regeln. Ich hatte keine Ahnung, was Benjamin vorhatte. Er sagte, er würde mir helfen, den Fall aufzuklären. Aber tagelang passierte nichts, bis er jetzt darauf bestand, dass ich zu diesem Basketballspiel komme. Was sollte das bringen? Das gab den anderen nur die Gelegenheit, mich weiter zu verspotten. Während ich in meine Gedanken versunken war, hörte ich plötzlich eine Stimme aus dem Lautsprecher. Es war Benjamin. Hallo zusammen.
Ich bin sicher, dass ihr den Blog des stillen Ritters mittlerweile satt habt, oder? Ja, anfangs wollte ich euch nur ein bisschen unterhalten, nachdem ich stundenlang gelernt hatte. Aber das macht wohl keinen Spaß mehr, was? Dann tut es mir leid, ich höre jetzt auf. Danke fürs Einschalten. Was um alles in der Welt macht er da? Alle in der Sporthalle redeten durcheinander. Was ist wirklich du? Benjamin wollte gerade antworten, als Mary aufsprang. Nein, du kannst es nicht sein. Hör auf, deine Zeit damit zu verschwenden, Sandra zu beschützen. Woher willst du denn wissen, wo ihre Liebesbriefe aufbewahrt wurden oder von Dorothys Geheimnis? Dann sag mir doch, wer davon wusste. Mary sah verblüfft und verwirrt aus. Dann erschien Dorothy. Sie war es. Sie war es, die Miss Sandra Spinnschlüssel gegeben hat. Was? Also war es wirklich Mary gewesen? Ich hatte immer noch gehofft, dass Bens Freund irgendwo einen Fehler gemacht hat, aber... Warum, Mary? Das verstehe ich nicht. Natürlich nicht. Du steckst nicht in meiner Haut. Es stellte sich heraus, dass Mary den Block anfangs nur zu dem Zweck eingerichtet hatte, sich an Louis zu rächen, weil er sie betrogen hatte. Er hatte Mary immer erzählt, dass er sich heimlich verabreden wollte, um neugierigen Blicken zu entgehen. Aber das war nur ein Vorwand, um sich mit anderen Mädchen herumzutreiben. Deshalb war das sowohl für Ben als auch für mich eine Neuigkeit. Was ist mit dem Mathelehrer? Was hat er dir je getan? Er hatte keine Arbeitsmoral, also hat er es verdient. Ich habe immer sehr fleißig gelernt, aber er sagte, dass Mädchen wie ich sich nur um unser Aussehen kümmern. Er dachte immer noch, meine guten Noten kämen davon, dass ich von den beiden abgeschrieben hätte. Und du, Dorothy, das geschieht dir recht, für deine arrogante Art, Neulinge herumzukommandieren. Dann verließ sie einfach so die Menge, als hätte sie nichts mit dem Schuldrama zu tun. Während ich die ganze Zeit versuchte, ihr hinterherzulaufen, aber ich saß inmitten dieser wütenden Menge fest. Es gibt immer noch etwas, das sie nicht erklärt hatte. An den folgenden Tagen ging Mary immer noch zur Schule, aber alle anderen Schüler ignorierten sie. Benjamin und ich versuchten, sie anzusprechen, aber sie ging uns einfach aus dem Weg. Also beschlossen wir, ihr nach der Schule zu folgen. Wir sahen, wie sie in die Cafeteria ging, aber nicht, um sich etwas zu kaufen, sondern um der Kantinenfrau beim Abräumen zu helfen. Mary, hör auf, dich so anzustellen. Du bist doch immer noch meine Freundin. Aber denkst du nicht, dass ich auch eine Erklärung verdient habe? Dann setzte sie sich endlich hin und redete mit uns. Mary hatte eigentlich aufhören wollen, nachdem sie die drei Leute, die sie hasste, bloßgestellt hatte. Aber als sie sah, dass alle jeden Montag sehnsüchtig auf Neuigkeiten warteten, fand sie es interessant und machte einfach weiter damit, andere peinliche Dinge zu erzählen. Aber dann, als es ernst wurde, geriet sie in Panik und suchte nach einem Schuldigen. Und der war ich. Denn ich hatte die Idee, diesen anonymen Blogger aufzuspüren. Außerdem war sie wütend auf mich, weil ich ihr Geheimnis herausgefunden hatte. Neidisch, weil ich bessere Noten hatte als sie. Und eifersüchtig, weil ich Ben näher stand als sie. Mary gab zu, dass sie sich übergangen und ausgegrenzt fühlte. Du hast dich also entschlossen, dein eigenes Geheimnis zu lüften, das du so lange gehütet hast, nur um mir etwas anzuhängen? Hast du mich so sehr? Nein, nein, Sandra, so ist es nicht. Es tut mir wirklich leid. Was das Geheimnis angeht, so musste ich versuchen, mich wie ein heißes Mädchen aus einer reichen Familie zu verhalten, nur um diesem Idioten Louis würdig zu sein. Aber da ich weiß, dass er ein schlechter Kerl ist, hat es sowieso keinen Sinn, dieses Geheimnis zu bewahren. Ben und ich beugten uns zu ihr hinüber, umarmten sie und sagten, es sei alles in Ordnung, solange wir von nun an ehrlich seien, dann würden wir alles klären können. Danach halfen wir Mary, die unordentlichen Tische in der Cafeteria aufzuräumen. Und könnt ihr das glauben? Die Kantinenfrau ist eigentlich Marys Mutter. Sie war diejenige, die Mary ungewollt all die kleinen Geheimnisse erzählt hatte, über die alle beim Mittagessen getratscht haben. Mary hat immer verheimlicht, dass ihre Mutter die Kantinenfrau ist. Aber nachdem sie bloßgestellt und boykottiert wurde, hat sie aufgegeben und beschlossen, sich nicht mehr um den Titel des beliebten Mädchens zu bemühen, sondern einfach sie selbst zu sein. Ich wusste, dass das schwer für Mary war, aber tief im Inneren hat sie ein gutes Herz. Sonst hätte sie sich nicht mit mir angefreundet, als ich neu an diese Schule kam. Es muss anstrengend gewesen sein, den Erwartungen gerecht zu werden, das It-Girl der Schule zu sein. Das war ein ziemlich dramatisches Schuljahr, nicht wahr? Puh, zum Glück ist es fast vorbei. Jetzt müssen wir schnell alle Lektionen zusammen durcharbeiten, um uns auf die Abschlusswoche vorzubereiten. Wir konkurrieren immer noch viel miteinander, aber dieses Mal ist es fair und gerecht. Wir drei haben bereits beschlossen, dass derjenige, der die niedrigste Punktzahl erreicht, die anderen beiden zum Essen einladen muss. Ich bekomme also umsonst Essen, denn ich werde bestimmt nicht verlieren.